Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zur Folge Nummer 4 und 5 Are You The One VIP. Hallo. Ihr Süßen, heute geht es komplett ab. Es geht vor allen Dingen heute hier um Ricarda und Mo. Was Ricarda so treibt. Ich sehe einen Handjob. Was Mo so treibt. Maurice, reiß dich zusammen, sonst fliegst du hier gleich raus, Alter. Und ja, auch ein paar andere haben hier heute noch ihren Spotlight-Moment. Da gab es so einen toten Winkel, von dem du wusstest. Das ist geil. Also ich muss sagen, die Folge ist bislang ja schon mein Favorit, weil es ordentlich abgeht. Ich sehe hier auch die Länge, auf die ich heute reagieren werde. Also die Länge des Videos. Ich habe ein bisschen Angst, mir schlottern die Knie, ob das Video hier heute zu lang sein wird für euch oder nicht. Aber was soll ich denn machen? Die wichtigen Momente müsst ihr ja sehen. Ist so. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das doch sehr, sehr gerne auf RTL Plus. Und ich würde sagen, wir starten rein. Wo wir hier gerade rein starten, die beiden stehen in der Matching-Box und es entscheidet sich, ob sie ein Perfect Match sind oder eben nicht. Haben super viele gefragt. Woher man das denn weiß? Also das Ding ist, bei Are You The One funktioniert es wie folgt. Es gibt Experten, die haben vorher entschieden, wer perfekt zusammenpasst. Es ist anscheinend auch alles festgelegt. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, die dribbeln sich das immer so, wie sie wollen, damit es halt auch spannend bleibt und so, ne? Aber gut, ist er dahingestellt. Freunde, dass wir halt auch hier bleiben können. Die sind kein Match. Es geht direkt weiter in eine Partynacht. Also alle haben Spaß. Ihr seht, Ricarda und Cecilia dancen hier ordentlich ab. Lass dir nichts anmerken, Junge. Lass dir nichts anmerken. Ich schwöre, reiß dich zusammen, Alter. Diese Sport. Ich schwör's dir, ich habe keine Ahnung, was dein Problem ist gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich schwör's dir, Alter. Boah, Junge, Junge, Junge. Meine Fresse, Alter. Lass dir nichts anmerken, Junge. Lass dir nichts anmerken, Alter. Erstmal Dampf ablassen. Mit einem stabilen Strahl. Maurice, reiß dich zusammen, sonst fliegst du hier gleich raus, Alter. Ich schwöre dir dazu. Guck mal, der ist auf 180. Der ist so aggro, dass er jetzt schon da seine Selbstgespräche führt. Was ich sowieso nicht verstehe, ist das normal? Macht man das, weil die Kameras da sind? Was ist sein Film? Und man fragt sich ja echt, was macht ihn jetzt so wütend, oder? Ich war ein bisschen geladen, sag ich mal. Das ist ein bisschen für den? Da sind die Dinger ein bisschen durchgekocht. Meint der Synapsen? Oh nee, so falsche 50er, Alter. Wenn mir was nicht passt, so dann. Ich kann das nicht verbergen, ich bin nicht so ein Schauspieler oder so. So, auf einmal sind die dicke miteinander, ne? Ich schwöre dir. Okay. Guck mal, jetzt erklärt er das ein bisschen, aber was soll dieser Film? Was soll dieser Film? Also diese Show, die er da gerade abzieht, für wen? Für die Kameras? Macht er es nur für Sendezeit? Keine Ahnung, es ist irgendwie strange. Habe ich mir meine Schnitte gemacht, mein Brot. Und dann war das schon. Ja, so läuft das in Deutschland. Schmierst dir eine Schnitte und danach. Entspannungsmodus on. Alter Schwede. Was? Geil. Tina sieht aus wie frisch aus der Matrix. Nicht, alles gut, ne? Oh, kannst ruhig mit mir reden. Nein, also, ach, nein, ist nichts gegen dich, also geh nicht auf gar keinen Fall. Nein, das mach ich nicht, aber. Mir ist ja auch gar kein Problem. Gina hackt jetzt noch ein bisschen nach. Und dann redet er auch. Entweder raste ich irgendwann aus, dann fliege ich hier aus der Show raus, dann ist das so. Ist mir auch scheißegal. Wie kann einem das scheißegal sein? Wie alt ist der? 23? Wie kann einem das scheißegal sein, dass man wegen Aggression aus einer Show fliegt, Alter? Was? Wen ihr mich verarschen? Soll ich mal was sagen? Hier, hat der keinen psychologischen Test gemacht vorher? Kann da wirklich jeder rein in so eine Show? Muss man da nicht mal Psyche abklären lassen? Der war gut, oder? Mein RTL! Mich provoziert gerade jemand. Ganz krass, Alter. Wie war der? Ich muss übelst krass aufpassen gerade. Ich schwöre bei Gott, es kommt mir einer doof, ich schwör's dir, ich würde mich hier, Alter, glaub mir das. Jetzt viel auch krass, es kommt mir einer blöd, egal wer, ne? Scheißegal, an dem wird's dann ausgelassen, weil so geht man mit Aggressionen um. Aber, guck mal, wie abgewichst, ne? Fummelt mit mir rum, ne? Und jetzt gerade, mach dir vorhin so eine Kacke und jetzt kutschi da, aber du auf den Arm. Lass mir mein Leben gerettet, danke, Schatz. Hallo, er hat dir anscheinend das Leben gerettet. Da ist doch ein kleiner Kuss auf die Wange völlig akzeptabel. Dann küsst ihr den da auf die Wange und macht da so einen kleinen Blick mit Lächeln und so. Ich weiß, das macht ihr extra. Aber dann lass es doch nicht raus. Genau, und lass dich nicht davon provozieren. Scheiß doch drauf. Also wenn du denkst, die macht es extra, gerade dann solltest du es ignorieren. Aber du musst einfach so tun, als ich das nicht juckt soll. Period? Ja. Ja. Weiß ich, aber kann ich nicht. Aber wenn einer versucht, hinter meinen Rücken irgendwas zu dribbeln oder so. Ja, dann krieg ich ja zurückgedribbelt, aber dreimal. Ich glaube, also ich habe kein Mitleid.
Weil er ist doch auch schon am Dribbeln da mit Cecilia und Ricarda. Und dann hat er ja noch gesagt, wen er sonst noch gerne hätte aus dem Eisladen. Also, nee. Geht doch nicht, hast einen Weg. So, jetzt hat sich hier Fabia aber Selina geschnappt. Ich habe mich einfach nur so fucking ablenken lassen hier drin. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht, worauf ich hören muss. Ja. Von was hast du dich ablenken lassen? Von, Wie die guckt, ne? Die guckt so, ich höre dir jetzt zu, aber angenehm finde ich es nicht. Brutal. Unbedingt jemanden zu finden, weißt du, was ich meine? Ich habe mich so komplett reingeschmissen, ja, die Kohle gewinnen, ja, wie die Strategie, das muss so. Ich habe mir so diese Rolle übernommen von irgendwelchen Buchhalter der Scheiße, weißt du, aber ich... Buchhalter der Scheiße. Aber geil. Ich muss auf mein Herz hören. Und die einzige Person in dieser verfickten Villa, die mich wirklich anzieht, bist du. Okay. Auch überhaupt kein Druck für Selina gerade, oder? Ich bin Fabios absolute Nummer 1. Also ich fühle mich da geschmeichelt, aber der Fabio ist mir halt zu überaufmerksam. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was sie meint, weil man halt voll wenig von ihm sieht, ne? Aber gut, wenn sie da keinen Bock drauf hat, dann ist es so. Ich hab dich wirklich gern, ja? Aber? Aber ich finde zum Beispiel, dass du nicht mein Perfect Match sein könntest. Das hat nichts mit dem Perfect Match zu tun. Wie, das hat nichts mit dem Perfect Match zu tun? Warum denn dann hier jetzt? Also er will wirklich sie jetzt beziehungsmäßig hier mein Herz? Als ob Fabio... Die Selina sieht mich nicht als Perfect Match, was mich sehr, sehr, sehr verletzt. Oh nö. Das ist traurig. Ich mag dich voll gerne. Nur weil sie das denkt, heißt nicht, dass wir kein Perfect Match sind. Das stimmt, aber nur weil ihr vielleicht ein Perfect Match seid, heißt das auch nicht, dass ihr euch unbedingt annähern müsst. Also das ist ja im Endeffekt alles ein bisschen wischiwaschi, wer da ein Perfect Match ist und wer nicht. Ach so. Ja, okay. Wenn der auch hingeht und denkt, der findet die wahre Liebe. Sorry, Leute. Wie wahrscheinlich ist es, dass da wirkliche Perfect Matches sind? So, wisst ihr, wie ich meine? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute wirklich perfekt miteinander matchen? Im Endeffekt, wenn die da einen Cast gehabt haben von 20 Leuten und dann, ja, okay, wer mit wem? Fertig. Ich war einfach geschockt des Todes. Du bist ein bildschöner Mann, aber rein vom Typ her wärst du wirklich nicht mein Typ. Oh, das hat's aber nett gesagt. Dieses Fürsorgliche, dieses übertriebene Fürsorglichsein, ja, das stört mich an dir. Also damit komme ich nicht klar. Mir ist das an dir alles ein bisschen too much. Ja, okay. Okay, aber ich glaube, da gibt's auch andere Frauen, die sich darüber freuen würden. Also ich nicht. Ich hab mich leider in sie verliebt. Und das gibt dir trotzdem nicht das Recht, so über dich zu denken oder das auszusprechen. Ich möchte ihn auch nicht intimer und weiter kennenlernen. Näher kennenlernen, muss ich ehrlich sagen, möchte ich nicht. Oh, das hat sie auch sehr nett gesagt. Also es ist natürlich ein bisschen verletzend, aber ich finde es stark, dass sie sich jetzt dafür einsetzt, ihre Grenze zu ziehen bei Fabio und zu sagen, ich möchte dich nicht weiter kennenlernen. Ey, dafür gibt es eine fucking grüne Fahne, weil das ist... erwachsenes Verhalten. Okay, gut. Dann haben wir das. Ja. Perfekt. Mann, er sieht so traurig aus. Come on, Fabio, ich nehme dich mal in den Arm. Das ist halt kacke, ja? Weil sie eigentlich meine erste Wahl ist, ja? Fuck. Ja, scheiße. Ja, deine erste Wahl jetzt nach was, wie viel, 5 Tagen? Fabio, der hat sich wahrscheinlich gedacht, scheiße, Mann. Es will mich wirklich keine hier. Welche würde noch am ehesten? Mit der Selina weiß ich nicht. Ich lasse auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Nee. Das ist falsch, Fabio. Sie hat dir eigentlich ganz klar gesagt, sie hat keinen Bock. Da brauchst du ja auch jetzt nicht nochmal Zeit zu lassen. Aber lass den Kopf nicht hängen. Aber irgendwann muss er sein Perfect Match sein. Ich denke Ricarda, weil die beide auf diese BDSM-Geschichten stehen. Noch ein Wort, ich schwöre, ich hau dir so eins aufs Maul, ehrlich. Noch später am Abend. Zoe hat Langeweile anscheinend. Die muss mal wieder ein Feuer legen. Ist irgendwas passiert? Komm mit. Ja, komm mit, ja. Ich glaube, ist ja auch kein Geheimnis, dass Martin und ich uns sehr, sehr gut verstehen. Der ist halt so ein bisschen meine Bezugsperson hier drin. Und als ich das dann echt gar nicht mehr ausgehalten habe, bin ich dann auch zu dem. Was hat sie nicht mehr ausgehalten? Erzähl. Ich glaube, wir haben ja gestern alle nicht vergessen, ne? Ja, erzähl, ja. Was meint sie, dass sie da komische Wahrheiten in der Villa rumgetratscht hat? Nee, das habe ich nicht vergessen, ja. Micha kommt heute zu mir her, hier bei der Rauch, und gesagt, boah, der hat sich richtig billig verhalten. Gab es vielleicht schon wieder was, oder? Ja, also heute war es... Sie hat sich schon sehr, sehr billig verkauft, halt so hier. Ja, das ist für uns nichts Neues. Das hatten wir ja letzte Folge schon. Micha und sie haben auch schon darüber geredet, also Micha und Anna. Der hat es ganz klar Anna ins Gesicht gesagt. Also ich glaube, das juckt den auch nicht. Der denkt nicht, dass es einen verletzt oder so.
Und ich so, ey, du, das sollst du mit Anna klären und nicht mit mir. Und ich glaube, Anna ist einfach eine offene Person. So. Das ist geil, weil sie saß da eigentlich nur so. Ich habe da nicht gehört, dass sie noch irgendwas gesagt hat, ihr? Ehrlich jetzt? Ja. Warum sagt sie sowas? Ich weiß es nicht. Ist das ein Blender oder was? Nee, er will hetzen. Redet die gerade über sich selbst mit Nee, er will hetzen? Was macht sie denn da gerade? Aber warum will er hetzen? Das ist mir scheißegal. Ich warte jetzt, bis Sophia das morgen anspricht. Das ist assi, weil... Es ist unter jeder Gürtellinie. Boah, wie eklig aber. Also, jetzt übertreiben die aber auch ein bisschen, ne? Als ob Martin noch nie gesagt hat, irgendeine Olle ist billig. Tut der so. You think I'm stupid? Jetzt habt ihr euch schon gut was gegeben hier im Video. Es wird Zeit, euch zu bitten, hier zu abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen und... Macht's einfach. Tiago, ein Video. So, jetzt so eine Frau, die ich einfach schon mein Herz so geschlossen habe. Und ich habe ja auch gesagt, weil immer irgendwas ist, oder sie zu mir kommt, weil das alles ein bisschen viel für sie war. Sie will einfach keinen Stress. Und raucht auch nicht mehr als sonst. Oder alles easy. Du Boah, ja was denn du mich mehr als sonst? Ich sehe das doch, Mann. Sorry. Ach, komm her, du bist so süß. Nein. Ich muss sagen, es ist echt ein bisschen süß von Martin. Aber ich verstehe trotzdem deren Film nicht. Machen die auch Bruder-Schwester, oder? Aber, ey, mach keinen Stress wegen so einem Scheiß, Alter. Ich hab Zoe versucht zu trösten ein bisschen, weil sie ganz, ganz, ganz viel Liebe braucht. Das war ja süß. So, wir gucken weiter. Was hast du mit ihm gesprochen? Gar nichts. Doch, aber ich habe eben gesehen, du hast mit ihm geredet. Ja, natürlich. Hab ich auch. Ja, klar. Und was haben sie so geredet? Und jetzt vor meinen Augen, Bruder, hat die gerade den Amadou so geküsst. Dann macht die mit Martin hier so Arschtanzen und so, Bruder. Was ist das? Junge, was ist das? Ja klar, was ist das? Natürlich, Junge. Also okay, also Calvin unterstützt ihm damit, das was ist das? Bruder, dann fuck mich ab. Was denn? Ich hab meinen kleinen Löwen motiviert einfach. Boah, wie das klingt, als hätte er da in der Hose irgendeine Motivationstherapie gestartet. Feier ich. Wie mein kleinen Löwen motiviert. Ich hab meinen kleinen Löwen ein bisschen motiviert. Digga, so bist du wirklich. Du bist der King, Alter. Du bist der King. Aber. Geh mit dem bisschen hier raus, Junge. Du bist eine geile Sau. Was ist das? Nee, Calvin. Hey, Mann. Meinst du ernsthaft, der braucht in diesem Moment so eine Motivation oder dass man ihm mal sagt, Junge, übertreib doch nicht so. Du bist ja bei Ayo Sovan, ihr seid noch nicht zusammen, entspann dich. Dann mach dir doch auch eine schöne Zeit mit einer anderen. Also, wo ist das scheiß Problem? Nee. Bruder, da musst du dir reinbrettern. Ich hab immer ein bisschen klar, mal wie du so tickst. Hä, aber wie tick ich denn? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Soll ich mal eine lustige Geschichte erzählen? So zum Beispiel die Cecilia und Mikala sind jetzt gerade, oh, du bist nicht mit dem, ich bin nicht aber mit dem. Aber ist doch hart, oder nicht? Warum ist das hart? Das ist, weil er versucht hat, bei beiden sich beide warm zu halten. Dass wir jetzt so darauf reagieren, come on. Das ist einfach eine... Reaktion auf seine Aktion. Sobald du wieder mit einem von beiden bist, hassen die sich. Weißt du? Ja, weiß ich. Ich meine, im Endeffekt wollen die dem jetzt auch beiden einen reindrücken. Genau wie er es gemacht hat mit seinem egoistischen Getue da, dass er der eine erzählt, du bist meine Nummer 1 und der andere erzählt, du bist meine Nummer 1. Du bist anscheinend mehr auf seiner Seite als auf meiner Seite. Ja, natürlich. Guck mal, das ist ein Kumpel von mir. Okay. Ja, ich stehe hinter Mo auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich verstehe nicht, warum der so krass hinter dem steht. Die kennen sich doch jetzt auch erst 5 Tage, oder? Ja, okay. Nicht. Ja, wir sind auch cool miteinander. Ja, sind wir doch auch. Ach so. Aber der regt sich ja nur darüber auf, dass du so ein paar Faxen machst. Sie macht Faxen, ne? Ich find's geil. Ich find's geil. Ich find's auch geil, dass Calvin ja eigentlich keinen Bock auf Drama hat und so. Und wieder mittendrin. Wieder mittendrin. Gestern hat er nochmal Pimmel in die Hand gehabt. Ach, klar, Junge. Hier, die Gina hat meinen Pimmel gestern in der Hand. Das ist Standard. So schläft die ein. Perfekt. Also wirklich. Okay, was denn für Faxen? So. Soll ich dir die wirklich ja. Real Talk sagen? Ja. So, guck mal. Du findest das cool, wenn er eifersüchtig ist. Meines Erachtens so. Ich glaube, die findet es einfach cool, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Aber okay. Ich... 29 Jahre, ich habe keinen Grund, einen Mann eifersüchtig zu machen. Merkt euch das, ab 29 gibt es dafür keine Gründe mehr. Dann tigert er herum, ist abgefuckt, eifersüchtig so. Dann nimmst du dir so Mat, machst mir erst mit dem rum nee, und dann ziehst nicht. Du den auf Seite. Guck mal, dem Mo, den geht das nah. Dir nicht, dir ist das scheißegal. Nee, eigentlich nicht. Frage, warum ist der abgefuckt auf mich, wenn er geflirtet hat? Warum ist der abgefuckt der auf hat mich? Will ich jetzt auch mal wissen. Nicht mit einem anderen rumgeknutscht, mit oder? Mit wem hab ich denn rumgeknutscht? Mit Martin. Wann hab ich mit Martin rumgeknutscht? Eben am Tisch. Hä? Bist du doof? Ich kann das selber irgendwie nicht mehr folgen. Ah, da. Aber der hat doch Mo auch mit Anna rumgeleckt. Du hast mit dem beiden oder vielleicht rumgemacht. So, da ist schon mal der Punkt 1. Hätte er doch auch mit Anna rumgemacht.
Du spielst viel, viel mehr Spielchen als der. Kevin, sie spielt nicht mehr, sie spielt nur besser. Was denn für ein Spiel? Du willst den einfach provozieren, hab ich das Gefühl. Das sind Vibes, die so kommen, so. Natürlich will die den provozieren, weil er sie davor die ganze Zeit provoziert hat, Junge. Das regt mich auf, weil er sieht halt wirklich nur seine Seite von diesem Mo. Und nicht eine Seite, eine Sekunde Marikadas. Klasse ist Assi von der, aber er ist doch genauso. Also dieser Mo. Weißt du, okay. Du machst das bewusst, der macht das aber nicht bewusst. Der macht das nicht bewusst, ja, genau. Der macht das einfach nicht, um dich zu provozieren. Nee, der macht das, weil es ihm scheißegal ist, was mit Ricarda ist. Und deswegen macht sie es, um ihn zu provozieren, um ihm zu zeigen, du kannst doch nicht mit mir umgehen. Wenn du das machst, mache ich das auch. Also ich habe doch keine Ahnung, aber das ist meine Vermutung. Sie hat nämlich auch von Anfang an gesagt, wenn mir irgendwer blöd kommt, dann komme ich dem dreimal blöd. Genauso wie dieses, das dieser Mo gesagt hat. Also die sind sich da schon sehr ähnlich. Kevin, der hat Anna geküsst, Martin hat mich geküsst. Ja, genau, das ist genau dasselbe, aber das ist eine andere Situation. Ja, die Situation ist in dem Sinne anders, dass Martin entschieden hat, Ricarda zu küssen und dass Mo entschieden hat, Anna zu küssen. Versteht ihr? Die Entscheidungen waren nicht, dass Ricarda gesagt hat, ich will jetzt mit Martin rumlecken. Nee. Martin hat entschieden, er will Ricarda. Bei Mo war es aber, Mo hat entschieden, mit Anna rumzulecken. Und das ist der Unterschied und da sage ich eins nur Ricarda. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe das Gefühl, sie will sich so ein bisschen ins bessere Licht stellen so und nicht die Böse sein. So. Die will einfach nur, dass es fair ist. Das ist es, glaube ich. Du hast die Sache so gedribbelt, wie du wolltest, so, und hattest den voll im Griff und hast ihn einfach um den Finger gewickelt, so. Was ist daran falsch? Was ist daran falsch? Ich glaube mir fast ziemlich sicher zu sein, dass ich die so ein bisschen gerade durchschaut habe, so. Er hat sie ein bisschen durchschaut, aber er versteht immer noch nicht, warum, wie, was. So, der denkt einfach, das ist eine blöde Kuh, die will ja seinem Bro irgendwie fertig machen. Dann guck lieber noch mal, was alles vorher passiert ist. Reflektier das noch mal. Aber Frage, was hab ich dann jetzt falsch gemacht? Nix, alles richtig gemacht. Das hilft ihr doch aber auch nicht. Sag's doch einfach, meine Güte. Lol. Klar. Achso, aber die eine Sache, die wir hatten, das ist egal. Die eine Sache, die wir hatten? Welche? What the fuck is happening here? Na, Kuss. Welcher Kuss? Ach, welcher denn? Welcher denn? Ja, erzähl doch mal. Wie, welcher hatte die mehrere? Was ist hier los? Erzähl jetzt endlich. Mitten zwischen Toilette und Akku. Ach. Aha. Kevin hatte was mit der. Und deswegen setzt er sich bestimmt auch so bei Mo ein. Weil Junge, es ist doch sein Bruder. Es ist doch sein kleiner Löwe. Wenn der rauskriegt, dass er auch schon mit Ricarda da rumgeleckt hat. Dann brennt die Hütte. Lol. Attitude gefällt mir nicht, weil ich habe das Gefühl, die wollte mir damit nochmal so... Alter, die Bauchbinde. Kevin 30. Hat da etwa jemand einen toten Winkel gefunden? Ach so. Ja, okay. Von dem wusstest du nicht so. Das war ihr Joker, den sie ziehen wollte. Und ich fühle mich so ein bisschen hintergangen, weißt du? Weil, ey, ich habe gerade Spotlight und ich hau dir das jetzt gerade hier auf den Tisch. Finde ich voll scheiße. Ich verstehe es aus seiner Sicht, dass er es voll scheiße findet. Aber ich glaube, sie macht das, weil er die ganze Zeit Mo in Schutz nimmt, ja? Einfach, dass er mal aufwacht. Weil, guck mal, er ist so verbrüdert mit Maurice, ja? Ricarda denkt sich auf der anderen Seite, Junge, warum bist du nicht auf meiner Seite? Wir haben schon rumgeleckt. So, wir haben eine viel intimere Beziehung schon zueinander gehabt. Und jetzt bist du da auf Mo's Seite. Obwohl du und ich wir schon längst rumgemacht haben. Also, jetzt heuchel mir doch nicht eins vor von... Bruder! Wünsche ich so niemandem. Ja, okay, dann erzähl das doch. Mir ist das doch scheißegal. So, mach doch. Ich glaube, dem schlattern die Knie. Oder bin ich so uninteressant für dich? Nee, jetzt schon. Ja? Weil ich das voll assi finde. Mhm. Doch klar. Weil, guck mal, ich habe genau ihn, geblickt, was du meinst. Nein, aber ihn hypst du voll. Nein, weil du ihn voll hypst und mich nicht. Genau. Hör doch mal zu. Das kann er jetzt nicht mehr, weil er sich denkt, scheiße, jetzt bin ich in der Klemme. Ich bin in der Klemme, habe ich wieder im toten Winkel damit irgendwem rumgeleckt. Nee, das, ich wollte nicht kölschen Akzent. Ich wollte den Michelle hat. Es tut zu weh, darüber zu reden. Verarscht doch wen anders so. Verarscht du doch wen anders, weil man fühlt sich total verarscht, wenn du da auf Bro tust mit Maurice und dann erfährt man, du hast schon längst mit seiner Alten herumgeleckt. Und ist ihm bis heute nicht gesagt. Also,
Das ist doch Verarsche. Klär erstmal jetzt die Sachen, die du eben ausgesprochen hast, die kannst du erstmal schön klären. Ich bin fein raus aus der Sache, du nicht. Hä? Wie ist er denn fein raus, Junge? Wärst du mein Bro und ich würde das jetzt im Nachhinein erfahren, du wärst sowas von gecancelt, Alter. Also ich bin da fein raus, es macht gar nichts unter Brüdern. Okay. Ja, alles und? Gut. Aber hä? Wie kannst du jetzt erstmal erklären, warum? Alter? Hä? Mo, mein Löwe, pass auf. Sei wachsam. Genau, sei wachsam. Er soll wachsam sein, nicht Ricarda. Ach, die sollten beide wachsam sein. Ganz ehrlich, die geben sich da nichts. Also Ricarda und Mo. Jetzt packt die das aus, Alter. Ach, was ist jetzt? Guck mal, ganz am Anfang habe ich kurz mal mit der rumgemacht. Mit der Ricarda. Ja. Ganz mal haben wir weggeguckt, keine Kameras zu sehen und so weiter. Habe ich kurz mit der rumgemacht. Am ersten Abend. So rumgepackt, rumgefasst, so. Wie das man das macht, so, ne? Ja, was soll ich sagen? Ja. Der ist so ein Magnus-Rahmen, der sucht sich da die toten Winkel und dann vernascht er die Kätzchen. Jetzt packt ihr das auch aus und will das so gegen mich verwenden, weißt du? Die Sau. Ja. Bisschen kacke, dass ich im Monat nicht erzählt habe. Ah, scheiße. Deswegen hat die da auch gerade. Aber eigentlich im Endeffekt, ne, wenn es wirklich der erste Abend war, war da schon was mit Ricarda und Mo? Da war doch mit niemandem groß irgendwas, ne? Was? Das macht man nicht. Wieso hat sie das rausgehauen? Weiß ich nicht gerade, aber das war eigentlich so ein Geheimnis, was einfach mal passiert war, so, was keiner gesehen hat, ja, und was man hätte nicht aussprechen sollen, so. Doch, hätte man aussprechen sollen, wenn du einfach die ganze Zeit wie dein Bruder bist, so, dann kann man das auch mal aussprechen. Ich verstehe nicht, warum die das jetzt hier auspackt, so. Ich habe es ja jetzt schon fünfmal erklärt, warum sie es jetzt hier auspackt, aber... Der hört mich ja nicht. Sie will einfach nur einfach Fotze sein, Punkt. Sie will das ausnutzen. Das ist das Problem, wenn man mit Reality Stars dreht, ja? Genau, Fabio, genau. Ja, die Masken sind sowas von gefallen, ey. Na gut. Was geht bei Mo? Alles gut? Ja, bei dir auch. Ja? Ja, erstmal zu Celina, ne? Cecilia, klar. Weil mit Ricarda läuft es ja jetzt nicht mehr so gut. Ja. Deine beste Freundin auch gut? Ja, die ist auch gut. Freut mich, ja? Sehr gut. Ja. Cool so, ne? So auf einmal dicke, so beschwert. Der weiß aber schon, dass die schon zusammen Formate gedreht haben und so, ne? Ich find's krass, dass die, so wie die mal ein bisschen zusammen getanzt haben, denen das so stört. Wisst ihr, warum es ihn stört? Weil er Interesse an beiden hat. Und dann dürfen die jetzt, also wenn man sich wirklich mal überlegt, hat er doch wirklich einen Knall. Boah, hat mich dann abgefuckt, ne? Oh, ja, aber gut hat so. Mich richtig abgefuckt. So, nee, das fand ich nicht so cool. Nee, das fand ich richtig willst, schlimm. Aber guck mal, du möchtest, dass man dir hinterher im Endeffekt rennt? Also der will ja einfach immer komplett die Nummer 1 sein. Boah, die hat den so durchschaut, ich lieb's. Laber keinen Scheiß. So, du lernst doch auch andere kennen und du hältst ja auch alles die ganze Zeit offen und hältst uns alle warm. Also er will mich ja die ganze Zeit warm halten. Ja, ist so. Ist so. Wieso sieht das so ein Kelvin nicht? Warum muss er dann diesen Maurice so in Schutz nehmen, Alter? Lass ihn doch sein Ding machen. Oder? Klar kannst du ja noch sein Freund sein, aber jetzt sag doch nicht, du bist der Geilste hier und du gehst ja als Geilster raus und so. Das pusht ihm doch einfach nur noch sein Ego. Und das ist das Problem an dieser ganzen Sache, wenn Leute ein zu großes Ego haben. Nee. Ich schwöre, Martin, ohne Scheiß. Ey, was für... Ich schwöre, ich will nicht mehr mit denen reden, ne? Da hab ich keinen Bock drauf. Ohne Scheiß hab ich keinen Bock drauf. Ich finde die Situation so komisch, wie die sich da jetzt in den Arm reingedreht hat. Was soll das? Hier kam es rüber, so rüber und auch dann, also ihr von den Gesprächen her, dass du uns warm halten wolltest. Verstehst du, was ich meine? Ich bin hier kein Spielzeug. Verstehst du, was ich meine? Du brauchst diese Bestätigung und die willst du mir nicht geben. Du willst sie haben. Und dann denke ich mir, sowas kann ja dann nicht mehr ein perfekt Mensch sein. Weißt du, was ich meine? Also, Cecilia, Junge. Die ist Hammer. Das ist aber wirklich, als würde gerade eine erwachsene Frau mit einem kleinen Kind reden, ne? Dem da irgendwie versuchen, was zu erklären. Also es ist doch wirklich so klar. Das hätte der in einer Minute selbst reflektieren können. Ich hatte Interesse, aber auf so einen Kindergarten habe ich keine Lust. Geil, finde ich sehr gut. So, jetzt ist eigentlich schon Nacht. Die sollen alle pennen, aber Zoe, der brennt dann noch was auf der Leber. Anna, komm. Ich habe Anna sogar noch aus dem Schlafraum rausgeholt, weil ich hätte nicht schlafen können. Hätte nicht schlafen können. Wisst ihr noch, wie die das eben erzählt hat? Mit so einem frechen... Nee, das war nicht frech. Das war einfach ein böses Grinsen, als sie das Martin erzählt hat, die Sache mit Micha. Die Arme, die kann ja nicht schlafen. Ich brauche dich. Ich kann das nicht mehr in mir behalten, okay?
Im Endeffekt werde ich jedes Mal zu der Person gehen, die betroffen ist, und werde das jedes Mal sagen, egal ob Mann oder Frau, egal ob ich mich mit der Person verstehe oder die leiden kann oder nicht. Ehrlich sein, ehrlich sein. Als ich vom Date zurückgekommen bin, kam ja Micha zu mir und kommt dann mit, ja, Anna hat sich heute richtig billig verhalten. Ja, ich würde das so viel gerne zu sagen, ne? Aber guckt euch erstmal Annas Gesicht an. Die Arme tut mir total leid. Dann weiß sie jetzt schon, okay, eigentlich weiß jetzt jeder, ich bin hier billig in der Villa, weil anscheinend wurde es schon wieder rumgetratscht. Sehr geil. Muss ja auch ein gutes Gefühl für sie sein. Das sind ja alles Dinge, die Zoe sich ja vorher mal fragen könnte. Und vor allen Dingen hätte sie von Anfang an fragen können, hast du Anna das selber schon gesagt? Dann hätte sie diesen Aufriss, den sie hier fährt, dieses Adrenalin, was dadurch Annas Venen schießt, der ganze Stress, den sie da gerade hat, der hätte komplett vermieden werden können. Und sie tut so, als wäre sie so ein Samariter. Da kann ich leider nur sagen, nein. Ich finde es einfach mies, wenn man nicht die Möglichkeit bekommt, sich selbst oder seinen Standpunkt zu verteidigen, sondern Leute einfach unter die Gürtellinie gehen, manchmal mit Worten oder mit ihrem Ton. Digga. Deshalb war ich jetzt auch so seit Stunden so richtig pissig. Du bist nicht billig, du bist einfach ein cooler, offener Mensch. Danke, Herzmann, dass du mir das gesagt hast, dass es so gar nicht so lange innehalten ist. Hat sie ja auch nicht. Vorher hat sie es ja noch bei anderen erzählt. Jetzt ist es besser. Boah, das lag ganz schlimm im Magen, ey. Also, er hat das mir tatsächlich auch gesagt. Das ist eigentlich mein favorite part. Ich finde das halt auch frech. Ja, es ist wirklich frech, ohne Fragen. Gut, das Thema ist jetzt hier geklärt. Alle gehen pennen. Bis auf einer. Gehen wir zusammen ins Bett. Krank, Alter. Da sitzt auch noch so von Dilekt oben mit Martin rum wie wild, ey. Mit Finger ins Maul und allem Pipapo. Mimi. Oh, wenn du mich jetzt kratzt, ist nicht schlimm. Mimi. Komm, wir gehen zusammen da drüben. Ich kraul dich, mein Engelchen. Hat er gesagt, ich kraul dich, mein Engelchen? Oh Gott. Ist er doch ein guter. Komm mal her, mein Schatz. Mach mal hier Platz, ich Platz. Die reden irgendwas. Ich würde gerne wissen, was sie sagen. Ich möchte nichts Schlimmes mit dir machen. Komm mal her, mein Schatz. Wir brauchen ja noch nicht mehr. Wer sind die denn? Also ich glaube, sein Film ist jetzt gerade, er will nicht oben pennen, weil wegen Ricarda, die soll noch schön ein bisschen leiden, die Alte. Und Ricarda denkt sich, ja, wenn der mich jetzt hier leiden lässt und nicht ins Bett kommt, dann such ich mir einen neuen. Ich sag's euch, die spielt das Spiel einfach besser. Nee, also ich finde auch, dass das eher so ein Männerding ist. Junge, was ist denn da los? Ihre Hand so? Untere Etage. Guck mal, die liegen alle daneben, das ist doch so krank, Alter. Als wären die so 14 im Ferienlager. Digga, ja! Irgendwie denke ich mir, also jetzt heutzutage, Mann, Leute, hätte ich ja keinen Bock mehr drauf, dass da irgendwer neben mir so eine Fummelaktion startet. Jetzt, nächster Morgen. Mo hält mal wieder eine Ansprache. Du brauchst so starken Charakter an meiner Seite, die mich mit weiterzieht. So. Die mich mit weiterzieht. Kann er dann bitte mal dasselbe einer Frau bieten? Danke. Die weiß, was sie will, so, weißt du? Boah, aber wir können auch ein paar sein, so. Aber ich glaube, Anna oder Ricarda bei mir. Perfekt Match. Denkst du? Ich glaube, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ah, bist du bescheuert. So geil, ne? Weil der hat ja gestern noch mit seiner, also mit Ricarda rumgeleckt. Jetzt stehen die da wieder, Brüder untereinander, ne? Es ist traurig. Es ist wirklich traurig, wenn das wirklich Männerfreundschaften sind. Da bin ich froh, eine Frau zu sein. Wenn mich einer hier irgendwie doof dastehen lassen will oder mich hier verarschen will. Das ist ja das Game. Auf gar keinen Fall. Weißt du, wie viele dich jetzt verarschen? Alle die, die gestern dabei waren und denen nicht sagen, dass Ricarda da mit dem anderen rumgeleckt hat. Boah, Junge, Junge, Junge. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht sagen, weil ich würde mir denken, hallo, wir sind hier bei Ayo Suban, chill mal. Was du hier abziehst, ist absolut lächerlich. Oder? Dann bist du dumm, aber dann ist deine Sache. Ja. Wenn ich hier eine habe, du kannst sie auf normaler Basis kennenlernen. So mit Gesprächen führen. Seht ihr die Ironie dieser Szene? Beide, die da sitzen, Calvin als auch Martin, haben schon mit der rumgeleckt. Und er, ja klar. Warum sind Männer so feige? Wow. Wenn ich mit einer hier rumlecke und die gehört mir, dann leckt kein anderer mit der hier in der Villa hier rum, außer bei den Spielen. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Das ist das Spiel, Digga, du bist vorher. Nee, aber das hat ja nichts mit dem Spiel auf einmal da. Ja doch, weil das sind ja bei dir schon so Emotionen im Spiel. So. Der stottert schon, ne? Weil er sich denkt, scheiße. So, nein, warum, es geht aber mir ums Prinzipsache. Das ist nicht ein richtiges Leben, das ist hier ein Spiel so. Ja, du siehst das so, ich seh das so. Will mich einer hinten ficken, Bruder, ich schwör's dir, dann fick ich zurück, ganz einfach. Geil.
geil, geil, geil. Ich hoffe, der findet das noch mit Calvin raus. Und mit Martin auch. Aber da haben wir ja schon in der Vorwärme ein bisschen was gesehen, dass Sophia da, ja, anscheinend Ricarda ziemlich krass bloßstellen wird in der Nacht der Lichter. Das ist halt schade, weil ich bin da ein bisschen lockerer und er ist schon ein bisschen ernster. Aber ich versuche ihn dann zu verklickern, dass wir hier nicht bei Love Island sind, sondern bei Ayo Sobon, ne? Weil das ist ja schon was anderes. Der will einfach echt noch seinen Arsch retten. Aber wie kann man denn so dumm sein? Da hilft einem doch nur die Wahrheit, oder? Egal, wo wir sind. Ob bei Ayo Sobon, ob keine Ahnung. Ist mir scheißegal. So, wenn du sagst, du gehst nach B, dann geh auch nach B und geh nicht nach C. Wenn du sagst, ich mach bei Ayo Sobon mit, dann mach auch bei Ayo Sobon mit und tu nicht so, als wär's Love Island. Keiner finde ich interessant. Ich finde sie auch hübsch. Ah ja, okay, jetzt mal hier wieder erfreuliche Themen. Die Liebe. Soll ich mal Attacke machen? Ich sag dir, die freut sich. Ich weiß das hundertprozentig. Die wird sich freuen. Die hat Bock. Richtig. Willst du mal hier ein bisschen sitzen, ein bisschen quatschen? Für euch. Komm mal her. Brisch. Wie geht's dir schön heute? Auf dem Fuß, kehrt gemacht und andere Richtung gegangen. Tschüss. Gut und selbst? Auch gut. Bei Carina bin ich gerade dabei, so ein bisschen zu kennenzulernen. So. Naja. Na dann. Und wie hast du geschlafen? Bei euch natürlich, ne? Ich muss mal bei euch rüber. Komm. Hast du mal Platz? Ja, wird schon. Kriegt man schon irgendwie. Kriegt man schon geregelt, ne? Die ist geil. Ich liebe ihre Art. Und mit dir und Gina komplett vorbei, oder was? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Fragen werde ich nicht. Ich lasse das jetzt einfach nur so auslaufen. Hab ihr eigentlich gestern noch gesagt, alles ist gut zwischen uns beiden und komm mal her, nimm mich mal in den Arm. So, war das noch cool? So? Ja, alles gut. Glaub mir, komm. Alles gut. Wirklich. Ich verstehe nicht, warum das Männer immer wieder machen. Mir ist das schon sehr oft aufgefallen. Die labern einfach, ohne nachzudenken. Voll unnötig. Aktueller Stand bei Gina und Mia ist, glaube ich, so, ist okay, ist cool, so, aber ich glaube, die Luft ist so, so ein bisschen raus. Klar, die ist total nett und in Ordnung und so. Ich weiß ja gar nicht, was sie denkt. Ja, dann frag sie doch. Naja, wir hören uns jetzt mal an, was Gina denkt. Ich habe für mich einfach die Entscheidung getroffen, dass egal, was jetzt kommt, dass es da für mich kein Zurück gibt. Was? Es gibt kein Zurück von Calvin, oder was? Ich wollte auch runterfahren, weißt du, war mir zu schnell alles. Ja, weißt du, sind erst die ersten paar Tage so. Ja, warum, weißt du, so mit dem Micha und so, dann weißt du, wie ich meine, so, dann ist mir das schon auch ein bisschen zu, dann vertraue ich auch nicht so, weißt du, wie ich meine? Dann sag ich dann direkt so, ey, komm, macht ihr das doch unter euch aus, so, ich geh raus. Ah, er hat keinen Bock mehr wegen, ach, das labert er doch jetzt nur wegen Gina und Micha. Er hat einfach keinen Bock mehr auf Gina, weil die den total eingeengt hat. Ihr müsst auch in die Köpfe reingucken. Was ist mit dir, mit Micha? Ja, natürlich war schon nach Tag 1 so, ey, okay, bin ich jetzt nur gerade da, weil Gina jetzt gerade nicht will oder weil das da jetzt gerade nicht so ist, so, ne? Guck mal, das soll nicht asozial klingen, aber ich weiß, wenn ich es zulassen würde, Micha wird auf jeden Fall es bei mir versuchen. Ich will nicht. Aber was meinst du? Na klar, wie close. Ist halt schon scheiße, ne? Hey, das sind die aber auch krass, das sagt sie wirklich oft, ne, zu Anna. Und Anna bleibt bei Micha. Ich denke, die soll ja mit wem sonst. Dass du mir das jetzt natürlich schon wieder sagst, ist natürlich schon wieder so, keine Ahnung. Es tut mir einfach leid. Dass ich nicht irgendwas ausnutze, nur weil er irgendwie so einen Lückenfüller sucht. Ach, aber nichtsdestotrotz kann ich es halt einfach nicht komplett ausschließen. Dass er dann perfekt mal ja. könnte. Aber sei vorsichtig. Eigentlich könnt ihr niemanden ausschließen, dass er oder sie euer Perfect Match ist. Weil so random von diesen Experten gemacht wird, wer da mit wem matcht. Von daher, alles ist möglich. Maurice, kommst du mal, bitte? Auf jeden Fall, vielleicht war das auch gestern alles zu viel mit dem Spiel, noch richtig unnötig, das Spiel, sag ich dir ganz ehrlich, richtig unnötig. Leider ja. Leider ja, aber ich bin froh, dass die sich jetzt nochmal zusammengetan haben, um hier ein bisschen zu quatschen. Na, sag mal, ne, du führst hier Gespräche mit allen oder so, ne, ey, oder auch du lachst mit welchen, alles schön und gut. Es geht mir nur dann darum, halt nicht mit jemandem auch hier rumzulecken. Das ist mein Punkt. Du kannst dir tolle Gespräche ja, führen. Ja, dann habe ich halt gestern mit Martin da was gehabt, ey. Ja. Nein, mit Martin ist doch, ey, das war doch Spielebene. Mann, ein bisschen doof, ey. Es geht mir hier auf diese neuen Leute. Nein, danach haben wir ja ganz kurz nach der Party auch geküsst. Ja. Martin und ich. Ich finde es so geil. Also erstmal, wie sie es einleitet. Ja, dann haben wir halt rumgeleckt. Er weiß ja von nichts, ne? Sie weiß auch, er weiß von nichts. Aber das impliziert ja schon mal, er weiß es. So, das sind psychische Tricks, die hier angewendet werden. Mann. Gestern noch, aber so, kennst du so, es war mehr so ein Guten-Nacht-Ding. Also erst entscheidet sie sich dafür, die Wahrheit zu sagen und dann entscheidet sie sich doch, ich lüge. Hä? Wie jetzt? Ja, gestern Abend. Bis dahin hat er aber eigentlich ganz gut reagiert, ne? Und meinte, nee, das ist doch okay, das ist ein Spiel. Es geht mir nur darum, dass du irgendwie mit den anderen rumleckst, wenn...
da halt kein Spiel ist und so. Also eigentlich fand ich es ganz gut. Er hat echt so einen Step auf sie zugemacht. Aber wir haben jetzt nicht so gekuschelt oder so. Der lag ja auch nicht bei mir im Bett. Warte mal jetzt. Du hast den gestern noch geküsst. Ja, wir beide, ja. Wir beide? Nicht ich habe den geküsst, wir beide haben geküsst. Er ist genauso schuld. Im Zimmer? Ja. Wo ich im Wohnzimmer war. Wo ich mir den scheiß Monitor angeguckt habe. Verstehst du, was ich meine? Ja, du hättest aber ja auch in deinem Bett pennen können. Dann wäre es nicht passiert. Hä, aber wir sind doch, du sagst selber, wir sind nicht aber zusammen. Aber das wusste ich von dem jetzt auch nicht. Hat er mir nicht erzählt. Weil er hatte genug Möglichkeit, mir das zu sagen. Und ja, hat er nicht. Ich wäre auch sauer an seiner Stelle. Ja, aber hör, ich bin wohl fürs dir aber sagen, hä? Keine Ahnung. Hä? Weil ich bin korrekt. Weil Martin ist anscheinend nicht korrekt. Da willst du nicht sagen. Aber ich wollte dir sagen, hä? Ich bin cool. Alter Schwede. Ja, aber ich bin halt korrekt gehe auf dich zu. Hallo! Ricarda, was laberst du? Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Guck mal, ich habe in meinem Leben viele Menschen kennengelernt, die haben nur geredet, ja. Ich brauche nicht nur Worte, ich brauche auch Taten. Wisst ihr, ich verstehe das ja, wenn Leute sowas von anderen Leuten erwarten, aber er ist doch kein Stück besser, er ist doch selber nur so ein Redner. Und was ich da denken soll, ich weiß das nicht, ja. Mann, ich glaube, der ist gerade wirklich nur traurig wegen Martin. Ja, aber das ist ja trotzdem, das heißt ja trotzdem nicht, dass du nicht meine Nummer 1 bist, wie du ja sagst. Schatz, egal wie süß, wie schön du bist, ne? Meinst du, du kannst meine 1 sein, wenn du aus Spaß mit jemandem hier rumliegst? So ist das, ne? Geht doch nicht, hast einen weg. Ich muss sagen, hat er recht. Ich würde ja genauso denken, ne? Obwohl ich ja immer sage, das ist das Spiel. Aber ich würde halt auch nicht da mitmachen. Sollte mit dem rumlecken oder so, dann hoffe ich, dass ich dann vielleicht hier irgendwie noch jemand anders ein bisschen näher kennenlerne. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt einfach rauskomme. Ja gut, also er kommt raus im Sinne von aus der Beziehung mit Ricarda. Plus, die gehen jetzt auf eine Beachparty, aber nicht alles. Wurden nur ein paar ausgewählt. Geil, sehr weit oben. Guck mal, da leckt er auch schon mit der ersten rum, der Maurice. Aber das ist natürlich kein Problem. Die Carina, die küsst schon sehr gut, sehr offensiv. Also ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen gegenüber Ricarda, weil Ricarda wäre genauso. Die hat mir Martin gestern vorm Schlafen gehen rumgeküsst. Sie war auch nicht besser in dem Sinne und von daher passt es. Passt schon. Weißt du, gleiches mit gleichem vergelten. Hat Ricarda davor auch gemacht. Er macht es jetzt wieder. Wenn er es macht, kein Problem, wenn Ricarda es macht. Absoluter Abfuck. Ja. Früher, vor 2-3 Jahren, hätte ich welche jeden Tag im Boom Boom Boom. Und ja, hätte eine weggeflankt. Ich schwör's dir. Wäre mir scheißegal gewesen. Egal, wie die aussieht. Ich bin schon eine Sau, ja, ehrlich so. Ich bin schon. Auf jeden Fall, klar. Ja? Ja, ich mach das auch gerne. Voila, ich schwöre. So schön. Da freut sich die Frauenwelt. Ich glaube, im Bett, man weiß es halt nicht, ob es matcht oder nicht. Never try, never know. Oh ja, dafür gibt's ja den Boom-Boom-Room. Aber ich wollte mal nach was Vernünftigem gucken. Match ist schon mal da, Perfect Match vielleicht. Okay, super, super. Hör mal, der hat heute ein Zebrahemd an. Ist das in Ordnung? Weil ich würde sagen, nein, wo ist das Leopardenhemd? Du bist voll hübsch. Ah, sie steht auch auf Animal Print. Also ich glaube, das ist ein Perfect Match. Dankeschön. Und die sagt so, du musst kommen, nicht ich komme nicht. So, weißt du, du musst kommen. Aber was ist, wenn sie dann gekommen ist? Ist sie dann noch interessant genug für dich? Weil dieser Reiz, der ihn ja momentan so reizt, ist ja dann weg. Gibt es denn noch einen weiteren? Das frage ich mich immer, ehrlich gesagt. Das finde ich geil so. Und du riechst immer voll gut. Ja, findest du? Voll. Extrem. Extrem. Ja. Es geht bei Maurice und Cecilia. Mit wem die will, das juckt mich doch gar nicht. Ja. Sondern es geht mir um Rumlegen. Küssen ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff in meinem Leben. Küssen ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff in meinem Leben. Geld auch. Ich bin kein 0-15-Typ, so weißt du, was ich meine? Weil ich küsse nicht hier jeden. Hä? Der hat doch gerade mit 3 Weibers da rumgeleckt. Was labert der schon wieder? Und dann steht er da und sagt, ich habe so viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die nur labern und nicht das machen. Er ist doch genauso ein Mensch. Du weißt, was ich meine? Mhm. Dann würdest du doch auch durchdrehen, oder nicht? Ja, natürlich. Aber das ja, und das ist doch der Punkt. Die kann mit jedem reden, was sie will. Juckt mich null. Nee, das ist nicht der Punkt. Und wenn sie ausrasten würde, Cecilia jetzt, die hat einen Grund dafür, weil sie macht ja nicht noch mit anderen und hält sich jeden warm. Etc. Er ja schon. Ich bin ein bisschen anders, als man denkt von mir. Was denkt man denn? Ich kann auch mit einer was Festes haben, die ich am ersten Abend flachgelegt habe. Und das würde man ihm nicht zutrauen, das traue ich dem doch zu. Ich denke mir, ist ja auch kein Stück besser. Also, wenn du jemand bist, der in der ersten Nacht mit jemandem Sex hat, ne, und das andere Leute verurteilen. Die Person, die mit dir in dieser Nacht Sex hatte, die kann es nicht verurteilen, weil die ist kein Stück besser. Außer du bist ein Mann. Dann geht das natürlich. Ja, eben. Das muss ja auch stimmen, voll. Weil, ob ich jetzt dieser typische Spruch, man kauft ja auch keinen Ferrari ohne Probefahrt gemacht.
geht hier ab, Alter? Die sind voll wild am Rumlenken. Das ist so krass, wenn die mal so eine Party machen extern. Ne? Geht so ab. Hammer. Also ich würde sagen, das Match schon, oder? Hundertprozentig. Und die sind jetzt auch zurück. Also ging krass ab. Ja, vor allem mit der Konstellation. Geil. Vor allem, wo du es siehst, habe ich mich voll gefreut. Ja, jetzt. Das war Next Level, oder? Maurice, komm mal bitte. Ich habe mir Gedanken gemacht. Boah, ich bin gespannt, was sie sich für Gedanken gemacht hat. Welche Gedanken hast du dir gemacht? Ich stehe auf dich und ich will hier keinen anderen. Du lügst atemberaubend gut. Ich glaube ja halt wirklich auch kein Wort, weil sie ja auch mit Calvin rum gemacht hat in der ersten Nacht. Ne? Ich glaube, das ist auch total scheißegal, mit wem sie da ist. Hauptsache, sie bleibt drin. Ich fühle mich in deiner Nähe halt wohl, weißt du, was ich meine? Ich fühle mich halt bei dir geborgen. Mhm. Deswegen, ich will halt, dass das wieder so ist wie in den ersten 3 Tagen, weißt du, was ich meine? Guck mal, das ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schön zu hören, aber ihr habt schon ordentlich gefeiert. Also, ich habe mit lieber Ruhe gewartet, ich habe mit Kaltbade getanzt, gar nichts, wirklich gar nichts. Ah, sie muss sich jetzt erstmal kurz rechtfertigen. Er hat ja zwar mit 3 Mädels eben rumgeleckt, aber er macht sich Sorgen. Was war mit Ricarda in der Zeit? Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich kriege einfach Panik. Wäre das jetzt nicht der Moment für ihn, ihr zu sagen, du, hör mal, ich finde das schön, aber ich muss dir was gestehen? Ich hatte eben noch was mit 3 weiteren Frauen. Nö. Nö. Die muss ich rechtfertigen. Ja, du, ich schwöre auf meine Eltern sollen jetzt tot umfallen. Okay. Ich habe mit niemandem getanzt. Ich habe mit niemandem rumgemacht. Alter, wenn Leute schwören, ne? Auf das Leben ihrer Eltern oder sonstiges. Das ist irre. Sehr gut. Weil ich halt, ja, ich schwöre halt dich. Okay. Meine Nummer 1 ist es ganz schwierig gerade. Und wie viel hast du geküsst eben? War so Rudellecken. Auf dem Mund? Ja, ja. Das war so Rudellecken auf dem Mund? Ja, ja, Alter. Der hätte schon so eine Schelle kassiert. Wollte jeder mit jedem und war so shotsmäßig, verstehst du? Also mit mehreren, ne? Nicht nur mit einer, ne? Nee, mit allen. Krass zu hören, dass der da mal eben mit 3 Frauen gleichzeitig da so rumgeleckt hat. Das war schon eine Hausnummer. Ricarda 29, sie hat Martin ja nur einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Die sind wirklich beide gleich scheiße. Aber ist in Ordnung. Nur der Unterschied ist halt, dass er es darf und ich nicht. Na, da hat sie ein bisschen recht. Ja, das Ding ist, ich muss gucken, so wie deine Verhaltensweise ist so in den nächsten Sachen so. Und dann ist ja, gut. Du aber auch. Ach so, er muss das jetzt gucken bei ihr. Komm, Ricarda ist jetzt selber auch ein bisschen dumm, dass sie wieder zu dem zurück ist. Da denke ich mir, okay. Irgendwo muss es ja auch so ein bisschen um Gleichberechtigung gehen. Guck mal, sie hatte wirklich gesagt, sie will einen Mann haben. Sie will sowas, der dominant ist und sowas alles. Dann hat irgendwer geschrieben, das meinte sie doch nur auf sexueller Ebene. Nein, meint die nicht. Die meint, wenn sie einen Partner hat, dass er zu ihr sagt, du bleibst heute zu Hause, du gehst heute nicht raus. Ich brauche schon jemanden, der da mal sagt, du Schatz, heute gehst jetzt nicht unbedingt raus. Das ist für mich einen Partner haben, nicht auf Augenhöhe, der dich unterdrückt und wo es keine Gleichberechtigung gibt. Und jetzt wünscht sie sich aber diese Gleichberechtigung. Das müsst ihr mir mal erklären, was da denn los ist überhaupt schon wieder. Aber so, ich war echt krass enttäuscht. Dann hast du kurz vorm Schlafen gehen mit jemandem rumgemacht. Ach, das, wir waren so visuell. Nee, die meinten schon, das war also ein richtiger Kuss. Also er hat mit 3 Frauen rumgemacht und rumgeknutscht. Mit allem drum und dran und ich dann halt mit Martin. Ich meine, wir leben im Jahr 2022 und nicht Mittelalter. So, jetzt ist aber auch langsam mal Zeit, dass die Matching Night ansteht. Hallo, ihr Reality-Stars. Bisher macht ihr euren Namen alle Ehre. Wir haben hier fast so viel Rumgeheule wie beim großen Umstyling von Germany's Next Topmodel. Alter, was sagt ihr eigentlich zu Sophia Tomalla? Was sagt ihr eigentlich zu der? Nur was die Outfits angeht, na, weiß ich nicht, du. Manchmal denke ich ja, joa, Shopping Queen und manchmal denke ich eher Trödeltrupp. Aber gut, kann sich gerne jeder einen Stylisten leisten, ne? Ja, kann sich nicht jeder so wie du. Die einfach reich geboren wurde, weil ihre Mutter berühmt ist. Toll. Die erste ist Ricarda. Martin und ich, wir hatten dann halt, ja, nachher dann auch uns geküsst. Aber das klingt doch ehrlich. Finde ich gut. Ja. Wen wählst du denn heute? Ich wähle heute Maurice. Maurice, vertraust du der Ricarda? Maurice? Boah, schwierig, ne? Ich war halt von der Sache sehr, sehr enttäuscht. Du hast ja gesagt, es war ein kleiner Kuss nur mit Martin, ja, oder? Also ich habe ihn auch das ganz offen und ehrlich heute gestanden. Also ich bin direkt auf ihn zugegangen. Also sie hat es mir gesagt, ich habe es von ihr erfahren, so weißt du, ich meine. Aber von ihm habe ich nichts gehört und deswegen ist man so ein bisschen halt, klar, enttäuscht auch, ne? Okay. Ja, klar, enttäuscht von ihr, ist aber auch nicht alles erfahren. So, ihr habt ja gehört, ne? Sophia, das finde ich ja cool, dass du ehrlich bist. Und vertraust du Ricarda? Also diese Fragen habt ihr ja schon gefragt. Man denkt erst, ach, ist ja eigentlich ganz nett. Ne. Marco,
Gib sie mir mal ein Telefon, bitte. Oh mein Gott, jetzt zeigt sie irgendeine Aufnahme. Leute, ich find's einfach so krass, was hier passiert. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Kleiner Kuss also. Zeigt sie mir jetzt echt da, dass die da so rumlecken, ne? Das gab's noch nie bei Ayo so, Mann. Nur, dass sie so ist. Ja, das zeigt einfach, dass man ihm und ihr nicht vertrauen kann. So. Aber trotzdem ist es doch ein Kuss. Was ist das denn für ein kleiner Kuss? Bist du doof oder was? Ach so, ist mit rumlecken, kleiner Kuss. Sei mal leise. Alter. Oh mein Gott. Die ist auch horny, das merkt man auch so. Die ist auch voll geil auf andere Typen so. Das ist doch klar. Genauso wie du geil auf andere Mädchen bist. Mädchen. Aber wieso sagt er das herablassend, Alter? Schön, also, hast du schön deinen gehabt, hörst du nicht? Was hat er gesagt? Warum nicht? Läuft das? Warum? Wolltest du das oder was? Nein, aber guck mal, so ein kleiner Kuss sieht für mich anders aus. Ein kleiner Kuss ist ein Kuss, aber nicht so rumlecken, so. Weißt du, was ich meine? Das ist, was ich meine. Und ich sag euch mal was. Sophia, geht's hier gar nicht um diesen Kuss. Ganz ehrlich, ich aber muss hier... Also, wenn ihr mich fragt... Was denn? Ich sehe einen Handjob. Nein. Wie krass ist das, dass Sophia Tomalla sie jetzt so eiskalt bloßstellt vor der ganzen Gruppe. Das hat Sophia Tomalla letztes Jahr schon mal gemacht mit einer Situation, die so krass war, dass die sogar die Are You The One-Folge umschneiden mussten, damit Sophia Tomalla nicht so schlecht dasteht. Ging auch wieder um eine Frau. Also irgendwie bei Männern macht die das nicht. Ich hoffe, sie macht es noch, diese Staffel bei Männern, weil sonst raste ich hier komplett aus. Es sind schon tausendmal Dinge passiert, wo Männer gelogen haben die ganze Zeit und Spielchen gespielt haben und bla bla bla. Und Sophia hat sie niemals so krass bloßgestellt. Also ich finde es für den Entertaining-Unterhaltungsfaktor, ne? Mega, mega. 10-10. Aber menschlich gesehen, Alter. Gar keinen Fall. Selbst wenn es so gewesen wäre, hätte ich auch kein Problem damit. Weil ich bin hier mit niemandem zusammen. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. So verhält sich kein richtiger Mann und keine richtige Frau, mein Gott. Ganz einfach. So, ein auf den Kerl. Warst du mit ihr dann zusammen? Oder? Bruder, was für kein Bruder? Das hat eine Sache mit Respekt zu tun, Junge. Und ihm geht es doch jetzt einfach nur darum, dass du es ihm nie gesagt hast, Martin, Alter. Das weiß Martin auch ganz genau. Du darfst heute mal, drei mal Frauen, und darfst mit drei du Frauen rummachen. Bruder, du warst genau, wir beide waren close miteinander. Wir beide sind eingeschlafen. Ja, wir sind eingeschlafen und nicht. Und du bist jetzt mal leise. Du bist mit mir eingeschlafen und aufgestanden zusammen. Verstehst du, was ich meine? In meinen Augen habe ich nichts falsch gemacht. Ganz ehrlich. Weil ich spiele das Spiel. Nö, habe ich wirklich. Also, dass ich da meinem Bruder, den ich die ganze Zeit einen kleinen Bruder betitel, nicht die Wahrheit gesagt habe. Das war, also ein Fehler ist das nicht. Ich schwör's dir, Martin, ja, enttäuscht ohne Ende, Bruder. Also, das hätte ich nicht von dir erwartet und von dir auch nicht. Halt guck mal nach vorne, ja. Lass mal einloggen, Mann, ich schwör's dir. Kannst kicken, die Frau, ja. Ah, ja. Das Ding ist halt, sie kommt da nicht mehr raus aus der Nummer, weil sie steckt einfach zu tief dran. Und dann war ich auch noch der Erste, verstehst du, was ich meine? Dann kamen noch 9 Stück und ich musste immer, weiß ich nicht, immer das doofe Grinsen neben mir sehen. Bisschen lustig finde ich es aber. Aber egal, warum bist du so? Sei mal. Wir haben uns nur geküsst. Mann, ich hab doch das Video gesehen. Das ist halt krass, ne? Dass er das Video gesehen hat und sie ihn immer noch in einem kleinen Kurs spricht. So, Leute, der beste Beweis dafür, dass ich alles sehe und alles mitkriege. Ja, schön. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Wirklich. Du weißt, wie man eine Show unterhaltsam gestaltet. Wen willst du heute, Isabel? Ich will heute den Martin. Okay, jetzt Anna? Sag mal, was ist denn jetzt so schlimm an billig eigentlich? Was? Jetzt muss Anna sich dafür rechtfertigen, dass sie nicht will, dass man sie als billig betitelt, Junge. Was ist mit dieser Frau? Also dieser Frau mit S. Na, welche Frau will denn als billig betitelt werden? Also ich fühle mich nicht wohl dabei, ich möchte es einfach nicht und ich finde es einfach nicht schön. Wen wählt sie? Micha. Ich wähle den Amadou. Luisa, wen wählst du heute? Ja, ich wähle heute den Kelvin. Ach so. Wen wählst du heute? Ja, den Luca. Den Luca? Ja. Ich wähle den Max. Max. Zoe. Hallo. Hallo. Hey. Habt ihr es gehört? Ne, du bist aber so richtig schön am Feuer zünden, ne? Ja, so wie du, Sophia. Immer so ein kleines bisschen tratschen, da so mal ein kleines bisschen was weiter plappern. I love it. Ja klar, erzähle ich das, wenn jemand hinter dem Rücken von dem anderen was sagt, was ich nicht okay oder unter der Gürtellinie finde. Klar, aber ich bin noch eine Korrekte. Ich bin noch eine Gute. Ich nehme heute den Lukas. Den Lukas? Ja. Okay. Ach, lächerlich, Alter. Nur so eine Ratte dann wie du, ich schwör's dir. Das sagt er jetzt wirklich, weil die den Lukas wählt, ne? Noch ein Wort, ich schwöre, ich hau dir so eins aufs Maul, ehrlich. Mir ist mir scheißegal. Dieses Lachen da vorne, ich lieb's.
Ja, und jetzt bleibt noch Carina übrig, die eigentlich jetzt mit Calvin ist. Das ist der Krümel wieder nur da. Also meine Favorites waren auf jeden Fall weg. Und klar, ich hätte eine andere Wahl getroffen normalerweise. Aber der Fabi ist jetzt natürlich auch kein schlechter Wahl. Das ist ein hübscher Mann. Gott sei Dank, ja. Guck mal, die hat gerade so ihre Hand befreit. Nicht mit Fabio. Aber ja, ich glaube doch, ja, ich hätte eine andere Wahl getroffen, aber leider hatte ich nicht die Möglichkeit dazu. Ey, wisst ihr, was ich glaube? Der Fabio ist ein bisschen aufdringlich. Bisschen zu touchy, bisschen zu nervig. Das ist auch was, was ich nicht so mag, wenn Leute nicht merken, dass sie zu aufdringlich sind, ne? Abstand. Was? Ja, also das ist halt wirklich die schlechteste Wahl, sag ich ganz ehrlich. Ja. So schlechter geht's gar nicht. Die beiden, ey, die beiden, die sind ja nicht fast wie Geschwister, beziehungsweise die haben schon vermutet, dass vielleicht ihre Väter irgendwie Cousins sind oder so. Aber manchmal muss man auch zu seinem Glück gezwungen werden, ne? Ja, Familie, ne? Geil. Die jetzt bestimmt so in der Regie. Habt ihr euch das notiert? Die beiden, eigentlich perfekt Mensch, aber das lösen wir jetzt mal schnell auf. Wird aber heute überhaupt dein Licht angehen? Ja, weil wenn nicht, dann gibt's ein Blackout und sie verlieren 50.000 Euro. Ein Licht habt ihr schon mal. Okay, eine Lampe leuchtet schon mal. Zwei. Yes. Sehr gut. Ja, gibt's noch ein drittes? Nee. Das war's. Das war's. So, die Matching Night ist jetzt vorbei. Und das Drama zwischen Maurice und Ricarda geht natürlich weiter. Ach, der hat mit drei Frauen heute rumgeleckt. Was will er? Weil er jetzt nicht mit einer da unten irgendwo in ihrem Höschen war, stellt er sich jetzt so als die heilige Maria dahin, ja? Lass dich nicht verarschen weiter von der Junge, die verarscht dich mal. Naja, er verarscht doch genauso wie sie, Mann. Also da bin ich mir so 100% sicher, so, die spielt hier ein falsches Spiel, so. Dann nimmt sie sich so einen Martin, der dann voll verfallen bei ihr ist, so, weißt du, ich bin so, oh krass, so eine Ricarda, die will mich. Echt? Okay? Naja, verstehe ich. Also ich finde Martin jetzt auch nicht besonders attraktiv. Seine Zähne halt. Das geht gar nicht. Menschen müssen auch mal anders sein wie andere. Nee, der Martin, guck mal, der Martin, der checkt halt nicht. Der Martin, der checkt halt nicht. Nimm ihn doch in Schutz. Ja, ist so. Nimm ihn doch jetzt nicht in Schutz. Weißt du, jeder ist unschuldig, wenn er einen Penis hat. Der Rest, schuldig. Die zieht ihn in den Bann und dann will die irgendwas erzeugen, um den Mo irgendwie aus der Fassung zu bringen. Alles klar. Als Kollege macht man sowas nicht. Also nichts zu sagen, das zu verschweigen und die Ricarda selber, dass sie einfach nur sagt, sie hat nur rumgemacht mit ihm und dann auf einmal dieses Beweisvideo. Also bitte. Ich glaube, der hat noch ein bisschen Moral und Anstand als einziger da im Puff. Ist halt genau so, ne? Es geht nicht darum, dass sie es gemacht haben, sondern dass es verschwiegen wird, dass es gelogen wird. Aber... Hä? Ich hab das irgendwie gar nicht richtig verstanden. Dann habt ihr nebeneinander im Bett gelegen? Nein. Am Anfang haben die so gelegen? Ja, wo wir am Küssen waren. Hä, aber die haben doch im Bett gelegen. Achso, Martin hat ja auch Interesse an Anna. Da jetzt ein bisschen Piano, ne? Ich zitter so, weil ich so voller Wut innerlich. Ja. Ich würde am besten das Ding hier explodieren, ne? Ja, aber weil es gibt keinen Grund, Mann. Doch, es gibt einen Grund. Du hast ihn als Freund komplett verraten. Ich bin so voller scheiß Aggression hier, Alter. Und die macht jetzt einen auf heilig, Mann. Der ich find's irgendwie süß, weil er ist so BAM! Au, Aggro auf die Tür und dann macht er sie so ganz soft zu. Mich einfach hintergangen, Junge. Scheiß mal auf sie. Ich bin nicht mal auf sie sauer. Bruder, wer ist die? Ich hab für die nicht übrig. Mit Martin, da weiß man ganz genau, wer dir einmal ein Messer am Rücken sticht, der wird das auch ein zweites Mal tun. Und von daher. Tja, das stimmt. Ich find's aber auch geil, weil mit Ricarda ist mir scheißegal. Martin ist das Problem. Mhm. Ist das Ding durch? Ich versteh's nicht. Mir geht's ums Prinzip, Mann. Ich weiß, wie ich bin, Mann. Ich bin immer ehrlich, ich bin immer direkt, ich hab immer gute Laune und sowas. Zieht mich richtig runter, ich sag's dir ehrlich. Was labert der? Ich weiß, wie ich bin immer ehrlich. Da denkt man sich doch sofort, was ist da los? Das denkt sich doch auch jeder, der gerade mit ihm da redet. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass der sich das selbst glauben kann. Alle zum Beispiel hier, die werden jetzt sagen, ich übertreibe. Du übertreibst nicht, nein? Nee, weil die alle, die glauben ihr, das war nur ein normaler Kuss, das ist eine Lüge, Mann. Naja, die haben sich vielleicht auch eine andere Meinung gebildet, und zwar, dass du ja vorher auch ein bisschen rumgespielt hast, etc. pp. Und dass sie es jetzt halt auch macht, plus ihr seid da bei Are You The One. Vielleicht geht es den meisten auch komplett am Arsch vorbei, weil sie sich denken, vielleicht ist der Typ hier in der falschen Show. Ja. Ricarda ist 1.000.000% eine Lügnerin. Okay. Die weiß ganz genau, wie sie Menschen um den Finger wickeln kann. Okay. Ich bin jetzt nicht so, was, sie lügt. Leute, sie sagt ja, wir kennen uns. Wir kennen uns jetzt nicht so super, aber wenn wir uns gekannt haben, waren es meistens Situationen, ja, wo sie gelogen hat. Naja, die waren halt bei Beauty and the Nerd zusammen, ne? Ich weiß halt nicht, ob's Fernsehen vielleicht auch ein bisschen das Problem ist. Meinte sie es im echten Leben auch so?
intrigant? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich sag ganz klar, wenn der Mo jetzt nochmal darauf reinfällt, ist das seine eigene Schuld. Also das hat ihn ja heute komplett bewiesen, wer diese Frau ist. Ja gut, das finde ich, hat sie recht. Hat sie absolut recht. Ich feiere euch. Aber hey, nein, aber Fabio, der hat doch heute selber mit auf der Beach Weibchen mit drei rumgeleckt. Der feiert den und dann denkt sich, wo ist eigentlich mein Handjob, ey? Fünfter Tag, ich bin immer noch hier auf Anzug. Dafür habe ich mich nicht hier eingeschrieben. Ich wurde sofort einfach nur eiskalt und nach vorne gehen, ja? Aber anscheinend ist was anderes passiert. Warum? Was meint der? Ich muss verstehen, dass seine Art ein bisschen so drüber ist. Ja, weißt du, nein, weißt du, soll ich mal, ich raste gleich richtig aus, ne, wenn das hier so dargestellt wird. Nein, ich bin hier mit niemandem zusammen. Punkt 1, wir kennen uns 5 Tage. Punkt 2, Punkt 3, der flirtet hier mit jeder, gibt jeder das Gefühl, die ist was Besonderes, aber darf heute mit allen drei rumlecken und ich bin hier die Böse. Naja. Irgendwie, she got a point. Ja, da haben wir rumgelegt. Und hat einer, warum rasten alle bei uns beiden aus? Achso, die rasten alle aus, weil sie mit der Hand da dran war. Und das ist natürlich eine ganz andere Liga, als da bei so einer Beachparty vor der Kamera für ein paar Shots eben ein bisschen rumzuleckern, ne? Hm. Vielleicht ging auch ein bisschen mehr, kann sein. Weiß ich nicht mehr, war besoffen. Man könnte vermuten, dass es ein Handjob war. Jeder weiß, dass es nicht so ist. Jeder weiß, die ist auch so eine Manipulatorin, ne? Was labert die? Keiner glaubt dir mehr. Wir haben es gesehen mit unseren eigenen Augen. Ich bereue es nicht, weil ich mag dich. Ich dich auch. Ich mag dich auch. Ich draußen mich mit dir treffen. Ich finde dich auch mega korrekt. Ah, okay. Ich check nicht. Die denken nicht, dass hier Kameras sind. Aber guck mal, ihr seid jetzt charakterstark. Ihr würdet zu Martin auch sagen, so, das war scheiße. Definitiv. So will ich euch einschätzen. Aber die anderen, die kriechen weiter in deinen Arsch. Falls denen scheißegal ist, warum sollten sie dein Problem zu ihrem machen? Die sind da, um Spaß zu haben. Ja. Und ich bin jetzt der Buhmann, weil ich so reagiert habe. Nein, Buhmann. Ich schwör. Der weiß gar nicht, ob er der Buhmann ist. Er hat sich direkt ans Kämmerchen eingeschlossen mit den beiden. Und das war's. Von mir sollen die alle lästern über uns. Aber so ist das. Cecilia steht jetzt so auf seiner Seite, wo ich mir denke, Cecilia. Ist das so? Warum denn auch nicht? Da gehe ich schon wieder nicht. Ja, dieser Dreck mit ihm. Sehr ruhig sein, weil sie immer gesagt hat, einen normalen Kuss. Und dann hat sie heute mit argumentiert, dass wir uns geküsst haben. Ja, okay, stehe ich auch zu. Aber das war doch alles gestern, da war doch noch alles cool. Da habe ich Cecilia noch nicht geküsst. Ja. Oder hier anderen mit anderen rumgeleckt, Alter. Ja. Sie argumentiert heute mit gestern, das passt einfach nicht. Ah, gut, da hat er auch ein bisschen recht, ne? Da hat er ja voll recht. Ich bin da ein bisschen durcheinander, weiche Tage und so, ehrlich gesagt. Du musst Stärke zeigen, ja? Also wirklich, also wegen so einer Scheiße, dann scheiß auf die, egal. Der weiße Dreck ist ein No-Match, soll er Vollgas geben. Ist so, er hat recht. Das hätte ich jetzt gerade noch mal kurz ausgenutzt und dann so getan, als ob das nichts war. Hi, okay, Cecilia klärt auf. Was denkt ihr eigentlich? Ja, die hat den schon ausgenutzt, ne? Um irgendwie der Mo eifersüchtig zu machen, einfach um das Spiel weiterzuspielen. Da sage ich, don't hate the player, hate the game. Sie ist mir auch in den Rücken gefallen. Komplett. Wie kannst du 2 Tage lang alles dafür geben, dass ich ihn scheiße finde und dann ihn sofort packen? Und warum? Weil sie ihr Revier markieren wollte wieder. Wie der guckt, ne? Und fertig. Sie hat mir jetzt die letzten 2 Tage gekriegt, dass sie sehr, sehr gefährlich ist. Sie hat nur ihr Arsch retten. Dein Arsch ist ihr scheißegal. Du bist das Opfer. Keine Ahnung, Opfer bin ich nicht. In meiner Meinung bin ich kein Opfer. Ich werde doch nie ein Opfer sein. Naja, in der Situation schon, aber du weißt, glaube ich, nie, was Opfer ist. Also du denkst so, Opfer, du Opfer, Alter. Aber das meint die nicht. Ich sag ganz ehrlich, ich mag Martin sehr gerne, aber der tut mir nicht leid. Er ist auf sie reingefallen, scheiße, gelaufen. Sie hat ihn ein bisschen um den Finger gewickelt, aber er war nicht ganz ehrlich zu Mo und da kann ich kein Mitleid mit ihm haben. Ganz klar. Ich sehe es genauso. Aber hat sie dir runtergeholt? Nein! Guck mal, er lügt jetzt auch noch. Er lügt jetzt auch noch! Als wir heute Mittag Party gemacht haben, dann habe ich zu ihm gesagt, du weißt auch nicht, was du willst. Du Eyecatcher. Ich check dich nicht. Dieser Eyecatcher-Spruch, ne? Ich finde den so schlimm. Ich auch nicht. Weißt du, du willst mich, aber nichts anderes. Das ist nicht auch geil, ne? Du nimmst mich. Du willst mich, aber nimmst alles andere. Eigentlich nimmt er ja eine Anna, ihre Freundin. Weißt du, was du mir gesagt hat? Weißt du, wenn ich so also einkaufen bin, ne? Ja. Guck ich so, was gibt's Billiges? Wo ist dies teuer, ich weiß. Ja. Ich so, ah, okay. Alles klar. Und die nimmst du dann erst zum Schluss, oder was? Also, ich komme dann ganz zum Schluss, wenn du alle durch hast. Hä? Das hat sie aber da reininterpretiert, oder? So, weißt du? Krass. Das hat er gesagt. So, dass er erstmal die billigen Produkte nimmt. Ach man, die arme Anna, ey. Ihr macht mich fertig, ehrlich. Ja, aber guck mal, seine Sprüche darfst du auch nicht mehr ernst nehmen. Ja, du dann auch nicht mehr, Dinger.
Ich bin jetzt nicht angefressen deswegen. Vielleicht ist er geistig auch nicht so auf der Höhe. Ja, dass er das versteht, weißt du. Krass, ey, aber die denken das beide über den, ne? Ich meine, denkt das nicht ganz Deutschland. Und harte. Denken trotzdem, es könnte ihr Perfect Match sein? Come on, die spielen doch genauso dieses Spiel. Wir wollen einfach nur drin bleiben, forever. Bis die Show vorbei ist, oder? Heute machen wir ein schönes Spielchen. Mal gucken. Wenn es zu zweit, dann... Sollen wir machen oder sollen wir erstmal... Also wie du magst. Also ich kann noch... Also ich würde dich wählen. Ja, super. Dann bandeln jetzt die wieder an. Ich glaube, hier ist ja auch nächster Tag oder was, ne? Ich habe doch keine Ahnung. Die haben selber keine Uhr da. Ich habe auch also tatsächlich so eigentlich Bock auf Date, ne? Sag ich dir ehrlich. Ich verstehe mich mit Maurice von den Männern am besten. Bei ihm ist das nicht nur Friendship-mäßig. Deswegen finde ich ihn hier am interessantesten. Ja, aber du hast doch gesagt, auf den Kindergarten habe ich keinen Bock. Gut, nächster Tag, nächste Meinung. Ich glaube nicht, dass wir matchen, sag ich dir ehrlich. Echt? Glaubst du nicht? Weiß ich nicht. Oder wäre schade. Ich würde jetzt gerne, weil das mit Ricarda nicht geklappt hat und du offensichtlich meine zweite Wahl warst, mit dir weitermachen. Hallo? Ja, eigentlich ich schon. Ich will jetzt hier manche, mit dir die Zeit hier so genießen. Also, weißt du? Ich eigentlich so von vielen Sachen passt du, aber ich weiß es nicht. Aber eigentlich wäre es eigentlich gut, wenn wir zum Date gehen. Wir gucken einfach mal heute nach dem Spiel. Ach so, ja. Also, ich hätte auch Bock auf ein Date, safe. Was reißt der da die Haare raus? Geht's dir zu gut? So, auf die Plätze! Fertig! Go! Ja, come on. Wir sind jetzt auch direkt beim Spielen, ne? Ist sie da kackenlangweilig? Okay. Ja, natürlich habe ich eine Hand. Ist kein Problem. Ja, ihr seht selbst erklärend, die Mädels stehen da und die Jungs müssen mit einer Hand den BH öffnen. Ich hab keinen Bock mehr, ehrlich, ey, boah. Jetzt andersrum, was müssen die Frauen machen? Die Männer halten ihre Bananen hin und die Frauen müssen ein Kondom drüber ziehen. Das macht mir einfach zu schaffen, ich kann einfach nicht mehr. Da hat man natürlich gesehen, wer da drin geübt ist und wer nicht. So, das Spiel ist jetzt aber auch vorbei. Es haben 4 Leute gewonnen. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß auf dem Date und wir sehen uns bei der Matchbox-Entscheidung wieder. Adios. Gucken wir sofort zum Date. Diese Vierer-Kombo wird alles auseinandernehmen. Da ist nämlich jetzt was passiert. Lukas ist runtergefallen und das ist wohl auch gar nicht, also es war jetzt gar nicht so ungefährlich. Der hat sich nämlich wehgetan. Der Lukas ist da ziemlich krass aufgeprallt. Ja, ich war geil. Klar, komm. Also. War richtig geil. Hat sich übergeben. Ich denke mal echt zu Kreislaufzusammenbruch gerade. So, wir fahren jetzt erstmal kurz zum Arzt, checken, ob alles gut ist. Aber ich fühle mich auf jeden Fall schon besser. So, ist noch ein bisschen dizzy, aber alles gut. Währenddessen in der Villa? Dann wollen wir mal. Genau, die wählen jetzt, welches Couple von den zwei, die gerade auf dem Date sind, heute Abend in die Matchbox kommen. Aber wir gucken jetzt sofort zum Date mit Kevin und Isabel. Ja, also ich finde es schon sehr interessant, ihn weiter kennenzulernen, weil er wirklich eine Person ist, die nicht direkt alles von sich preisgibt. Er ist ja auch ein Superstar. Daran liegt es bestimmt. Wie sind die Situation bei dir und Amadou? Also bisher haben wir uns nicht jetzt so übertrieben krass angenähert. Also wir haben uns ein paar Mal geküsst. Also mein Plan ist, dass ich auf jeden Fall den Amadou weiter kennenlerne auf dieser Ebene. Okay. Keine Chance für Kelvin oder was? Wir chillen irgendwie nur einfach nur, weil irgendwie kein anderer mit denen irgendwie gerade chillt. So, weißt du? So habe ich das Gefühl, mal ein bisschen rummachen und so. Ah, keiner will mit denen, weil die sind unbeliebt oder was? Okay. Bist du happy, Single zu sein oder wünschst du dir schon... Also ich war schon happy, Single zu sein so. Es war schon sehr rasant alles, so mein Leben. Mhm. Aber ja klar, so, wenn du eine findest, so, die du gut findest, dann ist das halt cooler, als wenn du 1000 Weiber hast. Weißt du, wie ich meine? Ey, würdet ihr einen Typen nehmen, der mit 1000 Weibern gebumst hat? Ja, schwierig, ne? Schwierig. Also eigentlich Jungfrau würde ich mir wünschen. Ich gucke hier lieber, hätte ich hier eine, die so... die ich finde so für was Festes, anstatt hier irgendwie so 10.000 Euro zu gewinnen so ein bisschen. Aber die muss ich ja dann auch finden für was Festes. Und dich als jemanden für eine feste Beziehung zu sehen, ist halt erstmal schwierig. Wenn ich mal so was erzähle, intim ist, dann ist das nicht oft. Aber ihr habt mich das mal so erzählt, einfach so. Ja. Scheiß drauf hier. Wie viel kriegen wir? 10.000. 10 Euro, ja, pro Nase so. Ja. Ich würde lieber eine Freundin haben, anstatt die Kohle am Ende. Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Bei vielen anderen, die ich nicht kenne, wäre mir das auch jetzt nicht so nah irgendwie, aber bei ihm war das so, man kann ja offen reden, auch über Fehler, dann ist doch alles gut. Okay, aber du hast doch gar keinen Fehler gemacht, worüber willst du denn jetzt reden? Naja, er redet jetzt mal mit Mo darüber. Ich überlasse dir erstmal das Wort, Alter. Er war in die Bringschuld, musste das Gespräch suchen. Bruder, das war gestern sehr unangenehm für mich, musste mich krass zusammenreißen, Martin, ehrlich jetzt. Ich auch.
Alter, ich auch. Du standest nicht da und musstest dir dieses Video angucken, Martin. Digga, für mich war nicht klar, dass du, Ricardo, dass das alles so safe ist. Für mich war so klar, ich kann jeder hier kennenlernen. Ja, dann hat man sich geküsst so. Ja, war aber kein normaler Kuss, ne? Es geht ja auch nicht darum, ob es ein normaler Kuss war oder nicht. Es geht darum, dass du einfach deine Schnauze gehalten hast, als ihr zusammen zu dritt mit Calvin heute Morgen da standet und er darüber geredet hat. Und du ihm einfach weiter eiskalt ins Gesicht gelogen hast. Nein, war auch mehr als ein Kuss so. Mhm, so, ja, gebe ich auch zu. Was soll ich sagen, das ist nicht so. Was soll ich sagen, das ist nicht so, weil ich weiß ja jetzt, es gibt Videobeweise. Was soll ich dir sagen? Die Aktion ist jetzt so, aber übt mich jetzt auch nicht mehr. Nur ich war halt gestern ein bisschen vor den Kopf gestoßen so. Ja, verstehe ich auch. Ich wollte hier niemals, dass ich das so verletzt oder irgendwie für dich, dass du gekränkt bist oder keine Ahnung was, weil... Bruder, gegen gekränkt nichts, Bruder. Es geht nur um enttäuschen, weil ich das von dir nicht gedacht hätte, Bruder. Ja, und ich verstehe auch Martins Gelaber nicht. Guck mal, er denkt sich jetzt, scheiße, ich wurde irgendwie erwischt. Aber wäre das jetzt nicht rausgekommen und Mo ist ja sein kleiner Bruder, hätte das dann jetzt in der Ausstrahlung gesehen. Und das weiß Martin ja. Es ist ihm scheißegal. Es ist ihm einfach scheißegal. Er war halt enttäuscht von mir und ist doch okay, muss ich so hinnehmen. Ich habe es in dem Moment gefühlt, deswegen habe ich es auch gemacht. Darum geht es ja aber auch gar nicht, Martin, ey. Ne. Aber ich finde es auch geil, dass er nichts bereut. Alles richtig gemacht, seinen Freund zu belügen. Sehr gut. Dann, Bruder, geht es mir aber nur darum, dass außerhalb von einem Spielsituation war, dass ihr da so richtig krass rumgelegt habt und ihr mir nichts erzählt habt. Genau, endlich. Ja, ihr habt das komplett verheimlicht. Ja. Und dann kommt sie zu mir, Bruder, und nicht mal du, Alter. Ja, Bruder, das wollte Bruder, ich scheiß auf. Ich guck mal, die Frau, Bruder, die ist für mich falsch. Die ist für ihn falsch, aber sie ist diejenige, die zu ihm kam und ihm die Wahrheit gesagt hat. Wer ist falsch? Natürlich die Frau. Die meint das mit dir nicht ernst. Und wenn du so dumm bist und dich auf die einlässt, Bruder, dann bist du dumm, aber dann ist deine Sache. Wenn er auf sich Wert legt, dann lässt er diese Frau in Ruhe, weil sie manipuliert und hat ihn einfach mitten in die Fresse gelogen und ihn einfach nur benutzt. Ist so. Ah, aber mit dir meinst du es ernst, ne? Mhm, weil er ist ja so ein geiler Typ. Den will doch jede Frau. Oh mein Gott. Und den schlagen sich bestimmt alle. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie benutzt oder vorgeführt oder was weiß ich was. Ich weiß, was ich getan habe, sie weiß, was sie getan hat. Bruder, scheiß mal auf so eine Perle, die gibt's wie Sand am Meer, Bruder. Ich schwör's dir. Und dafür so weit aufs Spiel zu setzen, Bruder. Was aufs Spiel zu setzen? Eure krasse Freundschaft? Ich dachte, die ist vorbei. Ich dachte, wenn dir einmal jemand ein Messer in den Rücken rammt, dann macht er es immer wieder. Guck mal, ich habe in meinem Leben viele Menschen kennengelernt, die haben nur geredet, ja. Ich brauche nicht nur Worte, ich brauche auch Taten. Bruder, die hat dich scheiße dastehen lassen auch mit, ne? Ich bin kein 0815 Typ, so weißt du, ich meine, und wenn sie lieber einen von denen haben will, weißt du, die hätte Mercedes fahren können, aber fährt da jetzt ein Fiat oder so vielleicht, weißt du, ich meine, das ist nicht. Also, wer ist denn hier der Mercedes? Ich bin eine Lamborghini und ich gehe auf 300 km/h. Du wirst sehen, dass sie immer gedacht hat, ey, du bist meine Nummer 1. So, die hat deinen Namen nie erwähnt, Alter. Das stimmt aber nicht. Die hat schon gesagt, dass die Martin, glaube ich, gut findet irgendwann mal, oder? Und dann habt ihr ein Gespräch geführt, auf einmal ein bisschen interessant. Ja, warum denn nicht? So passiert es halt manchmal. Aus meiner Sicht war das von Ricarda eine absolute Berechnung, sich den Martin zu schnappen. Weil mein Auge im Kopf hat, ist der Typ Martin ein ganz anderer als der Typ Mo. Alle, wir sind wieder da! Und nicht von mir auch meinen Namen gesagt, so nicht? Nein, ich schwör. Das ist doch einfach scheißegal, man kann doch mehrere Typen Menschen haben. Nee, bei dem nicht, es muss alles immer ein Beuteschimmer sein, ey. Gott, dann ist das ja falsch des Lebens. Finde ich scheiße, so ein Hin und Her. Aha, jetzt ist er das Opfer. Ja, klar. So, dann sag komplett, wie es aussieht, wie es, und dann ist auch gut. Mhm. Sag du doch einfach komplett, wie es aussieht zu Mo. Und dann ist auch gut. Ja, aber, Digga, ich bin doch kein Lutscher. Ich weiß nur, wer ich bin, Alter. Junge, ich guck mal, wie ich aussehe, Mann. Bruder, deswegen habe ich die Situation einfach nicht verstanden. Ich hab alles. Ich weiß, deswegen hab ich... Hallo, er hat Geld. Den Rest habe ich nicht verstanden. Er hat alles. Er ist ein sehr wertiger Mensch, weil er hat Geld, er hat Ansehen, er hat Follower auf Instagram. Wie kann man denn so mit ihm umgehen? So einen Menschen kannst du nicht benutzen, weil die Wertigkeit eines Menschen, die misst sich an diesen drei Parametern, die ihr gerade genannt habt. Und das solltet ihr euch merken. Ich hab's einfach nicht verstanden. Ich richtig, mir geht's gut. Also ich weiß, mir geht's ja richtig gut. Ich sag's dir, wie es ist. Ich weiß. Ich bin keine zweite Wahl, habe ich keinen Bock zu, habe ich nicht nötig. Es gibt aber andere Menschen, die können das ruhig, ne? Mhm. Warum? Niemand sollte eine zweite Wahl sein. Boah, ich weiß auch nicht, wieso die dann auf einmal mit mir rumgelegt hat, Junge. Hat sie gestern noch? Oder dreimal noch. Alter, was hat das denn? Der arme Junge, der wollte sich doch gerade wieder eine Stunde schmieren, abreagieren. Kommt die da um die Ecke, knallt gegen den Kühlschrank. Ja, Mann, willst du mich verarschen? Ich checke es einfach nicht so aus. Der Frau werde ich gerade nicht schlau. Das will ich einfach herausfinden, was da jetzt Sache ist. Die ist halt wie ein Mann. Die macht, was sie will. Ist das so schwer für euch zu verstehen? Und da kann sie sich nicht rausreden bei mir. Ich bin nicht dumm, ich bin kein Lutscher. You think I'm stupid? Naja,
Kein Kommentar. Das wird's auch merken dann ganz einfach. Und uns beiden gegeneinander aufgespielt, Alter. Alter, er wollte Ricarda und Celina gegeneinander ausspielen. Ich würde mal behaupten, schlechter Verlierer. Wie gesagt, das eine, das will ich auf jeden Fall. Nee, klar, Martin, mach, was du für richtig hältst. Und jetzt habe ich noch ein paar offene Fragen, so, aber ansonsten ist alles geklärt. Also mit Maurice und mir ist jetzt geklärt. Hast du dich denn einmal entschuldigt? Nö, ne? Warum auch? Jetzt ist das so passiert, was das Schlimmste passieren hätte können. Ja, so. Leider. Ich wünschte, ich könnte rückgängig machen. Ich auch. Nee, ehrlich jetzt. Weil das war unnötig. Das Verhalten wird dir zeigen, so, was für ein Mann er ist oder nicht. Ganz einfach. Hat er doch schon gezeigt. Naja, weißt du, Männer kannst du eine zweite Chance geben, Frauen eben einfach nicht. Wir gucken zurück zum Date. Ich finde es irgendwie wichtig, dass man gemeinsame Zukunftsvisionen hat. Stellst du dir deine Zukunft vor? An sich so diese groben Standards, würde ich jetzt mal so sagen. So Familie, schönes Haus, viel zusammen reisen, also viel erleben. Also bist du Familienmensch so? Ja, voll. Okay. Du auch, oder? Ja, klar. Ja. Ich bin klar, auf 100% Familie. Familie ist das Wichtigste, ja, ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich sehe die Probleme schon auf mich zurollen, weil dann zwei Leute Familienmenschen sind, man kann sich ja nicht aufteilen. So, die eine Person muss ja dann immer mit zur anderen Familie kommen. Wie soll das gehen? Sehe ich problematisch. Sich wirklich problematisch. Wie setzt man das um? Man kann ja auch nicht 7 Tage die Woche nur zur Familie fahren. Ich glaube, ich konnte mich der Isa ein bisschen mehr öffnen, so, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen Interesse an ihr auf jeden Fall. Ja, echt? Okay, krass. Wow. Du könntest auf jeden Fall mein Perfect Match sein, ich höre das schon. War nicht Carina sein Perfect Match? Also mir war das gar nicht so klar, dass ich so viele Gemeinsamkeiten mit ihm habe. Deswegen hatte ich ihn auch gar nicht so in meinen Favoriten drin. Ich würde so feiern, vielleicht ist die Isa die Frau fürs Leben für mich so. Ich liebe die! Bei mir hat es gerade voll gefunkt, so, weißt du? Geil! Ja, gut. Super! War richtig geil. Hammergeil. Hat Spaß gemacht. Voll. Ich glaube, wir müssen ein Perfect Match sein. Ich glaube, wir sind Perfect Match. Am Ende ziehen wir aus, ey. Aber wir sagen das den anderen nicht. Sie sagen das den anderen nicht, weil ich bin noch an Carina dran in der Villa, ne? Also, hält sich Schnauz. Ich werde weitermachen mit Isa auf jeden Fall. Wenn wir in der Villa sind, so, ich werde mir die holen für Gespräche. Safe. Safe! Das geht bei Mo? Ich habe heute extra mit niemandem irgendwas gemacht, einfach mal ein bisschen klarzukommen. Hätte ich heute gewollt, hätte ich mit Cecilia rumlenken können, aber ich wollte erstmal heute nur mal für mich sein. So. Ihr müsst euch halt vorstellen, während die auf dem Date sind, haben die schon wieder eine Party, es geht wild ab. Du kriegst ja Depressionen her. Was ist eigentlich mit dem? Der hat noch nicht mit einer irgendwie, ne? Rede mal vernünftig mit der, Alter, war ehrlich. Ey, Mann, das ist eine coole Sau. Ja, dann fang doch mal an, wir reden. Warte. Mhm. Was ist hier schon wieder los? Das sind so viel Drama. Ich check's gar nicht mehr. Warte kurz. Bei mir ist halt momentan so voll die Achterbahnfahrt. Ich bin einerseits enttäuscht von ihm, aber andererseits gefällt er mir halt total gerne. Hä? Hey, ach Mann, ich check sie nicht. Sie haben doch gesagt, beide, sie wollen's nicht mehr. Weißt du, was mich am meisten abfragt? Sie hat selber gesagt, nö, kein Bock mehr auf ihn. Das hat sie selber gesagt. Ich habe jetzt mit ihm voll abgeschlossen. So, ich auch. Ich habe keinen Bock mehr. Hat sie selber gesagt, Ricarda hat genau dasselbe gesagt. Alter, das sind so viele Red Flags bei dieser Frau, ich sag's euch. Es ist wirklich krass. Und das kommt für mich dann so rüber, so nach dem Motto, ja okay, bei Ricarda und bei Maurice ist jetzt vorbei. Das heißt, für mich ist die Bahn jetzt frei und jetzt kann ich Vollgas geben. Ach komm, komm, geh weiter. Tut sie euch leid? Ich fühle da irgendwie nichts. Und jetzt pusht der Pharrell die Cecilia ja, und den Mo so von wegen, ja, dann... Redet, Mom. Das verletzt dich voll. Ja, ich verstehe es, die ist sie verletzt. Aber im Endeffekt muss das Spiel ja weitergehen. Wenn Ricarda und Mo nicht mehr sind, dann muss Mo sich ja eine neue suchen. Ricarda sich einen neuen suchen. Cecilia hat gesagt, Mo könnte das Perfect Match sein. Also Cecilia macht ja genau das, was das Spiel ist. Passt der Ricarda nicht? Nee, das ist eine blöde Freundin. Jetzt sprechen, oder? Ja. Hä? Na, bei mir ist alles cool, ne? Martin, aber erzähl du erst, okay? Nee, guck mal, Martin. Ah, ja, jetzt reden die beiden nochmal. Jetzt bin ich mal gespannt, was Martin für einen Film fährt, weil er ist ja eigentlich hoch enttäuscht von Ricarda. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Ich bin cool mit dir so und ich sehe es nicht ein, dass ich hier als Böse darstelle, weil ich mit dir rumgemacht habe. Nein, das ist ja auch gar nicht, es geht nicht ums Prinzip. Keine Ahnung, ob das einfach so gekommen ist, weil du ihn dann auswischen wolltest oder nicht. Das nein, ist so. Nein. So, du bist eine tolle Frau, du reizt mich, du siehst gut aus. Du mich auch, ja. Für mich geht es nur darum, du hast gesagt, du willst ihn besser kennenlernen, hast mir aber gesagt, das passt nicht so. Ich habe in meinen Augen nichts falsch gemacht, hätte ich das vorher gewusst, dass es doch nur nicht vorbei ist, hätte ich sie nicht geküsst. Das lässt sich natürlich jetzt leicht sagen im Nachhinein. Ich glaube dem kein Wort. Eben hat er noch gesagt, ich habe es halt einfach gefühlt in dem Moment.
genauso einer ist das. Der macht halt, was er will. Cecilia kam dann zu mir, hat das auch gesagt, so, so und so und bla bla. So, ich krieg von allen Seiten irgendwas Palabra. Aber weißt du, was das irgendwas unfair ist? Cecilia hat selber zu mir gesagt, sie hat selber zu mir gesagt, nee, für mich passt das auch nicht. Für mich hat sich die Sache erledigt mit ihm. Jetzt auf einmal sehe ich heute, dass sie die ganze Zeit mit ihm rumhängt. Das bestätigt jeder. Es muss echt schwer sein, ne? Alle jetzt gegen Mo auszuspielen, aber auch noch gleichzeitig gegen Cecilia. Wird es nicht langsam kompliziert? Aber ich weiß trotzdem, dass der mich halt optisch viel attraktiver findet und anziehender findet. Das weiß ich. Das weiß ich, weil ich bin einfach die Geilste. Come on, wenn du es auch wirklich so oft sagen musst und immer in die Kamera, damit auch jeder anderes glaubt. Aber ich finde, genau das macht es dann halt so unglaubwürdig. Chill, Bro. Und jetzt wird es ja auch endlich mal Zeit für wieder die Matching Night, also die Matchbox-Entscheidung, ne? Weil die sind jetzt alle vom Date zurück und es entscheidet sich, wer kommt heute in diese Box. Herpeshausen! Wie? Wie schön! Krass! Gott sei Dank hattet ihr bei der heutigen Challenge nochmal Nachhilfe beim Safer Sex. Kondome schützen nämlich auch vor Genitalherpes. Wie schön! Witzig, witzig, Sophia. Guck mal, der Lukas hat auch Herpes, super. Wie kommt der an Herpes? Wen habt ihr gewählt? Oh. Ja. Scheiße! So, Kevin will doch wissen, entweder sie ist es oder er schnappt sich ja wieder Carina. Boah, fuck, ich bin so aufgeregt. Ja? Boah, ich bin immer noch aufgeregt. Also, Lukas und Selina sind jetzt in der Matchbox, ne? Ja, Sophia, wieder keine Kohle angeboten, RTL pleite oder was? Was ist los da? Ich will mal ein Angebot sehen. Das ist geil, ne? Weil manchmal bietet Sophia irgendwie denen dann so 100.000 Euro, wenn die die Entscheidung von der Matchbox verkaufen wollen. Oder 10.000 Euro, also so unterschiedliche Beträge. Manchmal machen die das. Dann nehmen die die Kohle, dann wissen die aber nicht, ob diese zwei Personen Match waren oder nicht. Und das hilft denen natürlich dann auch nicht weiter, rauszufinden, wer Matches sind und wer nicht. Und wenn die am Ende nicht alle 20 Lampen anhaben, nee, alle 10 Lampen anhaben, dann gewinnen die halt auch kein Geld. Also meistens macht es keinen Sinn, aber gut. Ey, wir haben heute das erste Perfect Match. Nee. Doch, heute erste Perfect Match. Glaub ich auch nicht. Wieso sind sie nicht? Ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt sind natürlich jetzt alle, es ist ein Perfect Match oder nicht. Manche sagen ja, manche sagen nein. Und ich sag euch was, da werden wir heute nicht mehr drüber reden. Weil jetzt ist diese Folge vorbei. Wir gucken direkt weiter, wie es nächste Woche weitergeht. Hör auf, hier ein Spielchen zu spielen. Die geht über Leichen. Hey, ich hab das sogar nicht gefragt. Fight. Wo bist du gekommen? Auf die Decke oder was? Ins Unterhemd. Du Glückspilz. Amore. Mein erstes unmoralisches Angebot. Verkaufen! Ich hab da ein gutes Gefühl, ne? Ich bin richtig drin bei Are You The One. Ich finde die Staffel geil. Ich hoffe, ihr auch. Was denkt ihr über diese Folge? Was sind eure Gedanken zu der Sache mit Mo und Ricarda? Etc. pp. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt wie ein Blitzebogen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer und bis dann haut rein. Peace.